Die heutige Folge wird euch präsentiert von Pillar Performance. Wir alle wissen, dass ein gesunder und erholsamer Schlaf extrem wichtig sind, um im Sport oder Alltag die maximale Leistungsfähigkeit abrufen zu können. Genau deswegen nutzen wir das Triple Magnesium von Pillar. Es verbessert messbar, zum Beispiel mit dem Whoop oder Smartwatches mit Schlaftrackern, euren Schlaf und somit die Erholung. Das Triple Magnesium besteht aus Inhaltsstoffen mit hoher biologischer Wertigkeit. Dazu ist es in Formit Sport zertifiziert, was besonders wichtig ist für Athletinnen. Es ist vegan und frei von Gluten. Caro, was sind deine Erfahrungen mit dem Triple Magnesium? Ich nutze das Triple Magnesium seit Anfang dieser Saison und merke seitdem auf jeden Fall, dass ich einen deutlich erholsameren Schlaf habe. Ich hatte ziemlich lange mit Schlafproblemen zu kämpfen und durch die tägliche Einnahme des Magnesiums eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen hat mir das auf jeden Fall gegen meine Schlafprobleme geholfen. Ich fühle mich morgens einfach viel erholter und ausgeruhter und sehe das auch an den Werten auf meinem Whoop, die deutlich positiver sind. Zudem schmeckt mir das Triple Magnesium auch ziemlich gut. Besonders die Geschmacksrichtung Berry schmeckt mir gut. Ich finde, es schmeckt sehr natürlich. Aber auch Pineapple Coconut schmeckt mir ziemlich gut und schmeckt auch sehr natürlich. Wenn ihr Produkte von Pillar ausprobieren möchtet, dann geht einfach zu pillarperformance.com und nutzt den Code OUTSIDE. Großes A, kleines U, T, S, A, I, D für 15% Rabatt auf eure erste Bestellung. Outside. Der Gravel Podcast mit Paul Voss und Caroline Schiff. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Outside. Paul und ich waren auf einer kurzen Betriebsreise in London und befinden uns jetzt beide wieder in Deutschland. Paul in Berlin, ich in Bremen. Und nehmen heute unsere Folge zum Thema Cross auf, mit einem Gast auch zum späteren Zeitpunkt heute. Aber erstmal wollen wir uns über die neuesten Dinge unterhalten, auch unter anderem über unseren Ausflug nach London. Hi Paul, wie geht's dir? Hi Caro, gut soweit. Also ja, irgendwie musste ich mich nicht so richtig erholen von London. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich schon. Ich war schon richtig müde und Whoop hat mir auch angezeigt, dass ich mich mal erholen sollte, weil ich auch mal schlafen sollte, weil ich habe in London gefühlt gar nicht geschlafen. Nicht nur, weil wir einen Abend auch unterwegs waren, sondern weil mein Bett auch ultra hart war und ich wirklich gefühlt nicht schlafen konnte. Ja, ich hatte, du hast ja gefreut, dass du in einem schönen, Luxushotel nicht, aber in einem schönen Hotel untergebracht bist vom Veranstalter. Mhm. Aber dann anscheinend ist dann was passiert? Ja, irgendwie wurde die Buchung so ein bisschen durcheinander gebracht und ich war dann in einem Hotel um drei Ecken untergebracht, was auch in Ordnung war, also auch alles modern und so, aber war halt nicht das, worauf ich mich gefreut habe. Und ja, das Bett war irgendwie für schwerere Leute ausgerichtet. Ja, aber umso schöner war meins. Ja, unverhofft. Meins war echt gut. Ich habe gar nicht so das Schlafdefizit da gehabt, irgendwie komischerweise, aber ich habe auch nicht so viel reden müssen wie du und so viel Interaktion führen müssen. Genau, das strengt halt auch immer noch an. Ich war nur am ersten Abend mit dir eigentlich auch da so richtig unterwegs. Und am nächsten Tag bei deinem Talk war ich noch da, der übrigens sehr gut war, und bin dann halt so ein bisschen durch London noch gefahren mit dem Rad, währenddessen du ja weiterhin da Leute unterhalten musstest. Genau, was ich auch gerne gemacht hätte, aber ich habe dann noch ein paar Termine reingekriegt, die ich wahrnehmen musste, weshalb ich ja auch da war. Deswegen ist es ja auch alles in Ordnung, weil jetzt kein privater City-Trip. Ich musste noch ein bisschen ein Interview geben und Content für den Veranstalter aufnehmen. Mhm. Ja, einfach Videoaufnahmen und ein bisschen quatschen. Ja. No. Und im Zuge dessen habe ich auch diesen VIP-Bereich mal ein bisschen ausgiebiger getestet, den ich vorher gar nicht so wahrgenommen hatte. Was gab es da so? Da gab es nämlich noch lecker Pizza und wirklich ganz leckeres Essen. Ja. Was es auch Leckeres gab, Überleitung des Himmels.
Du hast ein neues Rad bekommen. Genau, das war nämlich die Überraschung des ganzen Ausflugs. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also wir hatten ja vorher schon mal so ein bisschen hier angedeutet oder ich habe angedeutet, dass da irgendwas im Hintergrund läuft. Das wusste ich auch. Aber ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es jetzt in London dazu kommt, dass ich dieses Rad übergeben bekomme und stand irgendwie ganz schön auf dem Schlauch. Du hast es schon ein bisschen früher bemerkt, dass da irgendwas kommt. Ich irgendwie gar nicht. Und dann stand das Rad vor mir. Und ja, genau. Also ich habe von Canyon ein anbauend Rad bekommen. Also ein Grail, das neue Grail im Anbau und Design, also ein spezielles Design für mich mit Namen drauf und der Karte, ja, also der Rennstrecke drauf und Distanz, genau, was mich mega gefreut hat. Und ich kann es irgendwie immer noch nicht glauben, dass es nochmal dazu kommen sollte in meiner sportlichen Laufbahn, dass ich ein speziell für mich angefertigtes Rad bekomme. Ne, jetzt fehlt nur noch das deutsche Meisterinnenrad, aber da warten wir noch drauf, Canyon. Aber ich habe das... Ja genau, ich habe das ja irgendwie, also ich, wir wurden ja eher reingeholt, ich war ja quasi dein Plus Eins und als ich dann gemerkt habe, okay, da kommt jetzt, läuft jemand mit einer Kamera hinter uns, dachte ich, ja okay, gut, also ich habe dann ja auch zu gesagt, ja okay, ich weiß, was es gibt, ich habe auch zu dem Typen gesagt, ich weiß, was jetzt kommt. Ich habe die Kamera gar nicht gesehen. Weil ich mir dachte, ja okay, die laufen jetzt nicht mit einer Kamera hinterher, um dir irgendwie, also weißt du, keine Ahnung, einen Blumenstrauß zu geben, was weiß ich. Da dachte ich, ja okay, gut, ich hatte ja vorher auch mit Sascha dazu mal telefoniert, also deinem Mechaniker. Mhm. Und da dachte ich mir, okay, gut, ja, also das 100%ig wird das jetzt ein Fahrrad sein. Und war es dann auch. Ja. Und du hast, man hat ja auch die Freude angesehen. Man hat auf jeden Fall aber auch gesehen, dass die Kameras ein bisschen zu lange auf dich gehalten wurden. Das war dann so dieser Sweet Spot zwischen, man muss anfangen, die Begeisterung weiterhin noch, also aufrecht zu halten. Genau, auch in der Kommunikation, so mit den Augen. Ja. Das war witzig zu beobachten. Der Typ meinte dann auch, okay, jetzt wird's awkward. Hat er gesagt. Ja. Weil du hast halt dann immerhin so gemerkt, okay, die haben immer weiter gefilmt, immer weiter Fotos gemacht. Und du hast dann immer die gleichen haptischen Bewegungen halt auch machen müssen, so ein bisschen. Ich glaube, du hast es gar nicht mitbekommen selber. Und das war dann lustig zu beobachten. Aber ja, ich meine, sowas ist geil. Ich hoffe, mir passiert das irgendwann auch nochmal. Von daher, ja, cool. Und stand dann ja auch prominent mitten im Stand, sodass auch ja, alle genau beobachten konnten. Und ja. Ja, und auch wirklich ja alles so gespeckt, wie ich es gefahren bin bei Anbau und dieses Jahr gefahren bin. Laufräder, Reifen, alles genau so, wie es war, also schon richtig cool. Ja. Richtig nette Überraschung von Canyon, genau. Ja. Genau. Und auch mit den Streifen, also es ist ja so ein bisschen im Detail, die ja eigentlich Weltmeisterstreifen in Braun, also für die inoffizielle Weltmeisterschaft. Ach, ist das der Grund? Das Braun kann man ja auch, habe ich jetzt so interpretiert, das Braun kann man ja auch ja, so deuten, also die von Canyon meinte jemand, das ist eben die Matschfarbe, dieser Peanut Butter Matsch. Ich habe so ein bisschen auch als Anlehnung an meine Kaffee-Affinität gesehen in den Farben. Also viele Möglichkeiten darin, was zu sehen. Das könnte Sascha mal fragen, weil ich hatte Sascha erzählt mit dem Kaffee. Deswegen, ich kann froh sein, dass keine Schere drauf ist und oder ein Friseurlogo. Das ist jetzt ein Insider. Was macht sie gern zum Friseur gehen? Nein. Genau. Nee, sonst, genau, wir waren da unterwegs. Ich war mit Orbea unterwegs in Spanien. Das war auch ganz nice. Sah auch mega cool aus. Ja, hat echt Bock gemacht. Ich habe die ja sonst noch nie so richtig kennengelernt und das war jetzt mal schön. Baskenland einfach beste Land. Also sage ich zu. Ja, genau, ich wollte es gerade sagen. Baskenland ist ja landschaftlich ein Traum, oder? Ja, ja, also auf jeden Fall. Also ich fahre nächstes Jahr auch das Rennen in Frankreich, dann in Südfrankreich und überlege jetzt ganz schnell, ob ich dann einfach nochmal verlängere und da ein bisschen, weil von da aus ist es nicht mehr ganz so weit, rüberfahre ins Baskenland und da ein bisschen Straße, Gravel / Mountainbike vielleicht auch mitnehme. Weil, ja, ist einfach traumhaft und geile Menschen und alles so eine Mischung aus so eine schöne linke, punkige spanische Kultur. Das ist also so ein nicer Mix einfach, ja. War gut. Ja, ist schon speziell.
Und auch irgendwie noch ursprünglich alles. Genau. Ja. Nee, ja. Genau. Sonst fanden jetzt am Wochenende die Europameisterschaften statt. Alle Rennen an einem Tag, weil Samstag in Frankreich anscheinend oder an dem Bereich von Frankreich keine Sportveranstaltungen stattfinden durften aufgrund des Sturmtiefs. Sturm? Ja. Ja. Der war ja, dieser Sturm war ja irgendwie auch für London angekündigt, aber deswegen wurde auch unser Gravel Ride, den wir eigentlich bei der Rouleurshow machen sollten, abgesagt. Allerdings habe ich keinen Sturm wahrgenommen. Ja, aber ich denke mal, da war er. Ich habe ihn wahrgenommen, oder? Im Flieger, als ich Ah ja, stimmt, hast du erzählt. Ja. Aber ja. aber also gehen wir mal davon aus, dass die Sturm hatten und die sind dann auf jeden Fall alle am Sonntag gestartet. Und du hast dir die Rennen angeguckt. Ich muss zugeben, ich habe sie nicht geguckt, aber ich habe mir ausführlich die Ergebnisse angeguckt. Genau. Und zuallererst war ich ein bisschen erstaunt, dass ziemlich geringe deutsche Beteiligung war. Aber ja, weiß ich auch nicht, wie das jetzt zustande kam, ob es daran lag, dass es halt vom Verband nicht unterstützt wurde oder einfach zu weit weg war. Aber ich kann ja erstmal sagen, wer ja, bei den Rennen vorne war. Im Frauen-Elite-Rennen hat das Rennen gewonnen, die auch letztjährige Europameisterin und aktuelle Weltmeisterin Femme van Empel hat vor Celine Del Carmen Alvarado gewonnen und dritte ist Sara Casasola geworden, die ich allerdings bisher nicht kannte. Sagt die dir diese Sportlerin was? Nee, leider auch nicht. Ich habe im Stream, also während des Rennens, haben sie eigentlich von der Fahrerin sehr, sehr gut gesprochen und war jetzt auch nicht überraschend. Also schon überraschend, aber jetzt keine komplett unbekannte Fahrerin. Aber nee, ich kannte sie jetzt auch nicht. Aber bei Italienern habe ich eh immer das Gefühl, da kommen relativ oft mal welche, die, wenn man es jetzt nicht wirklich sehr, sehr stark verfolgt, die Szene nicht unbedingt kennt, die kommen dann immer und fahren auch gut. Also das jetzt kommt ja öfters mal vor. Ja. Genau, und ja, Femme van Empel unglaublich stark und dahinter Celine Alvarado war auch souverän auf Platz 2, aber van Empel, also wie die schon 1,35 Vorsprung. Ja, also gehabt, wie die fährt und so, das ist schon brutal. Also die ist schon die ist einfach, es sieht richtig gut aus, sieht sehr, sehr kraftvoll aus und ja, einfach eine überragende Rennfahrerin. Also die hat jetzt einfach alle Radrennen schon gewonnen, die sie gefahren ist. Naja, ich finde, bei der sieht es aber auch immer super entspannt aus. Also es sieht eigentlich nie aus, als wenn sie da wirklich jetzt komplett am Anschlag fährt. Also muss sie ja auch nicht, weil sie immer einen riesen Vorsprung hat. Und sie ist halt auch technisch da nochmal den anderen einen Schritt voraus, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, ja. No. Bei den Männern? Ja, genau. Männerrennen gewinnt Michael van Turnhout. Michael van Turnhout, ja. Van Turnhout, genau. Vor Cameron Mason und Lars van Aha. Ja, auch da. Michael van Turnhout hat sich früh absetzen können. Hat, glaube ich, so ein bisschen aus der Herz in die Hand genommen. Und war auch die richtige Taktik. Cameron Mason. Er musste relativ weit hinten starten oder hatte am Anfang irgendwas. Auf jeden Fall war er da sehr weit hinten und ist dann übers Rennen immer stärker geworden und wird auch souverän Zweiter. Also das fand ich jetzt auch gar kein... 7 Sekunden Rückstand, ne? Genau, also Michael van Turnhout hat ein bisschen rausgenommen am Ende, aber man hat auf jeden Fall... das ist jetzt keine Entwicklung, die überrascht, wenn man sich jetzt die letzten Rennen angeschaut hat, auch die letzten Jahre. Ich glaube, der wird letztes Jahr schon Vierter oder Fünfter bei der Cross-WM auch, bei den Männern. Und der etabliert sich immer mehr als einer der besten Rennfahrer momentan. Und ich bin gespannt, was da noch so kommt. Und ist auch schön, jetzt nochmal irgendwie ein anderes Rekord außer Belgier und Holländer da vorne zu sehen. Ja. Genau, von daher, das ist cool. Lars van der Haar gewinnt den Sprint gegen sein Team und Nationalmannschaftskollegen. Rothaar, auf jeden Fall auf vier noch ein Holländer. Ronhaar, genau. Pim Ronhaar. Gewinnt er den Sprint und wird Dritter. Aber ja, Michael van Turnhout souverän und dahinter Kollege Cameron Mason sehr, sehr stark. Die Nachwuchsrennen wurden leider nicht übertragen, ich habe sie nicht gesehen, aber die Franzosen haben eigentlich in allen Kategorien Medaillen gewonnen, wenn sie nicht auch den Titel geholt haben. Und
so bei den Frauen U23 ist mir noch Zoe Buxted aufgefallen, dass sie gewonnen hat. Die ist auch mittlerweile souverän auf jeden Fall. Genau, mittlerweile auch einfach eine Größe im Frauenradsport ist. Ja, definitiv. Größe. Und ich glaube, bei den Nachwuchsfahrern, dann bei den Junioren, waren dann auch ein paar Deutsche am Start. Ich glaube, ich habe eingesehen, Oertzen. Genau, ja. Max Oertzen. Und bei den Mädels waren, glaube ich, zwei da. Zwei Fahrerinnen, ja. Genau. Ja, das war es dann, ja. Genau. Können wir gleich auch mal unseren Gast fragen, weil wir haben nämlich heute Stefan Herrmann am Start, der Teammanager ist von dem einzigen deutschen Cyclocross-Team. Und genau, dann können wir ihn dazu auch mal befragen, was quasi auch mal eine Überleitung wäre zum Gast. Genau, kurze Einleitung heute und weiter geht's. So, jetzt haben wir den Stefan Herrmann, den nicht Teaminhaber, aber Teammanager vom Heizomat, wie heißt das Team richtig, vollständig? Heizomat Powered by Kloster Kitchen. Genau, Heizomat Powered by Kloster Kitchen, UCI Cross Team hier. Stefan, schön, dass du Zeit gefunden hast. Danke, dass ich die Einladung annehmen durfte. Hallo Stefan. Hi, claro. Ja, was heißt annehmen durfte? Also ich meine, es freut mich, dass du da bist. Wir hatten heute Morgen ja schon ein Telefonat, wo wir kurz drüber gesprochen haben und da haben wir ein, zwei Sachen ausgeräumt. War aber auch gut, die auszuräumen aus der Vergangenheit. Aber es ist jetzt auch schön, mal mit einem Verantwortlichen zu reden, von dem wirklich einzigen deutschen professionell aufgestellten Cross-Team zu reden. Genau. Aber erstmal kurz zu deiner Person. Ich habe versucht, dein Alter rauszufinden. Das war relativ schwer. Daher weiß ich nicht, kannst du es jetzt verraten oder eben nicht? Ich bin 53 Jahre jung. Genau, du bist 53 Jahre jung, du bist Bauunternehmer und leitest die Firma Herrmann. Ihr macht, was macht ihr alles genau? Wir haben einen klassischen Baufertigteilhandel mit Fenster, Türen, Bodenbeläge. Und den haben wir jetzt dieses Jahr 25-Jähriges gehabt. Und 2010 habe ich dann noch eine zweite Firma gegründet, da machen wir komplett Sanierungen. Also wenn du mal deine Wohnung komplett sanieren möchtest von Elektrosanitär, Fenster, Türen, Boden und einmal schön, dann bauen wir die Ideen aus. Sehr schön. genau, du hast, bevor du jetzt dieses Cross-Team hattest, schon ein Straßenteam. Und ich glaube, den Verein gibt es ja immer noch. Und zwar hattest du seit 2010, wie ich rausfinden konnte, ich weiß nicht, ob es stimmt, bis Ende 2019 das Radteam Herrmann, wobei ihr auch ein Jahr, und zwar 2019, ein UCI-Conti-Team wart. Ist das richtig so? Das ist richtig so, ja. Den Verein gibt es ja auch nur deswegen, weil wir eine Renngemeinschaft gehabt haben und ich als Unternehmer wollte den Namen auf den Trikot haben. Das ist ja eigentlich ganz leicht machbar über eine Renngemeinschaft. Aber dass das Team auch zur Bayerischen Meisterschaft und sowas fahren darf, das geht halt nur, wenn der Verein, und dann haben wir in einer Nacht- und Nebel-Aktion fünf Personen am Tisch sitzen gehabt und dann hat jeder Amt übernommen und dann hat es einen Verein Herrmann gegeben. Und der Zweck war damals, Jugend eben zum Radsport zu bringen. Und das haben wir dann 2010 damals gegründet. Okay, also den Verein gibt es noch? Den gibt es noch, ja. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Jugend, jetzt haben wir einen Frauenverein. Ja, ist ja gut. Ist ja eine gute Entwicklung und schön zu hören. Also wir gehen mit dem Trend. Also jetzt ist die ganze Vorstandschaft schon Frauen und wenn wir auch ins Trainingslager fahren, dann sind wir zwei Herren, die dann schrauben dürfen und Räder putzen. Sehr gut. Sehr gut. Wo ist der Verein ansässig? Der ist hier in Beiersdorf auch. Okay, ja. Genau. Und dann seit, oder ihr habt im Jahr 2020, habt ihr das Team, das Cross-Team vorgestellt, was zuerst unter dem Namen Herrmann auch gefahren ist, oder? Oder Kloster Kitchen? Nee, unter Schamel. Unter Schamel, stimmt. Genau, okay. Genau, der Meerrettich. Habe ich auch mal dann zugeschickt bekommen. Ich glaube, da hat der Walze. Ich habe es mal gewonnen beim Radrennen. Ich glaube, der Walze hat er mal was abgegeben in Berlin. Aber, ja, aber auch nicht so großzügig. Also er hat dann auch relativ viel für sich behalten. Aber genau. Ja, das kann ich nicht beurteilen. Genau, das Team habt ihr seit 2020 und ist das erste und einzige deutsche UCI-Cross-Team. Du hast uns eben gerade schon erzählt, dass
du in Anführungsstrichen nur Manager bist und der Teameigner oder Teameignerin ist deine Frau und warst auch schon bei dem UCI-Straßenteam, richtig? Genau. Richtig, auch richtig, da geht ihr dem Trend Vorstandsebene Frauen. Sehr gut. Frauen vor. Die Frauen an die Macht, ne? Genau. Genau, und ja, seitdem habt ihr das Team. Mich würde mal interessieren, hast du irgendwelche Vergangenheiten im Radsport? Also jetzt mal vor Anfang 2010, wo du dann gesagt hast, wir machen einen Verein oder Bundesliga, Vereinsteam, wie auch immer. Also das werde ich sehr häufig gefragt, aber tatsächlich, ich hatte eigentlich überhaupt keine Vergangenheit von der Jugend her. Man muss sagen, ich war ab 16 nur meinem Beruf tätig und habe geschaut, dass ich die Firma relativ früh gegründet habe und halt da erfolgreich war. Und dann war es irgendwann, dass du am Schreibtisch gesessen warst und suchtest einen Sport, den du eigentlich immer ausüben konntest. Ne? Und da so bin ich dann zum Radfahren gekommen und war dann erst mit dem Mountainbike unterwegs und dann war ich tatsächlich wirklich in Mallorca beim Hürzler und habe da mal Rennrad fahren dürfen und dann hast du halt gemerkt, Mensch, das Ding ist ja doch ganz schön schnell. Und so bist du dann halt dann über die ganz normale klassische Geschichte RDFs, Marathons, dann bin ich im Transalber mal wegen so gefahren und dann haben wir eben die manche, also Trikots immer bedruckt, wenn wir halt irgendwo hingegangen sind, dann welche gemacht und irgendwann bin ich dann draufgekommen, Mensch, was gibt's noch mehr als wie jetzt nur, wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist? Und dann wollte ich eigentlich ein Team sponsern mit einer gewissen Summe. Und da hat es in Erlangen ein Studententeam gegeben und das, mit dem bin ich dann in Kontakt gekommen über einen Radhändler und habe dann gesehen, wie die Studenten das dann machen und dann habe ich eigentlich relativ im zweiten, dritten Gespräch gesagt, also so können wir das nicht machen. Wenn wir da jetzt das Geld reingeben, das wollen wir ja nicht verbrennen, wenn, dann wollen wir ja da erfolgreich sein. Und dann hat sich der diese ganze Geschichte gegründet und dann haben wir eben dieses Radteam Hermann gegründet. Ja, und ihr wart dann ja auch in der Bundesliga auf UCI-Level sehr erfolgreich und habt dann, wie gesagt, 2019 das Conti-Team gegründet. Genau, es kam dann zum Ende des Teams. Ich weiß nicht, ob du darauf eingehen willst, warum oder... Ja, okay, da haben wir heute früh schon kurz gesprochen. Es war ja so, dass das für mich ja nicht wie bei anderen Conti-Teams, die jetzt doch unterwegs sind, eine Geschichte ist, dass ich davon leben muss. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt Gott sei Dank in einer anderen Branche, sondern für mich war das ein Hobby und ein professionelles Hobby. Damals beim Hermann war es natürlich auch noch eine Geschichte, ich wollte einen anderen Weg der Werbung gehen, also wenn man es jetzt als Unternehmer sieht, ne? Und wenn ich dann sehe, was wir Werbung ausgegeben haben und waren dann irgendwo in der Zeitung oder auch in der Darstellung irgendwo in einem Bereich, wo die anderen auch alle unterwegs waren und dann haben wir den Weg mit dem Radteam gewählt, wo dann der Erfolg dann einfach auch die Medien mitgebracht hat. Und dann waren wir natürlich auch dementsprechend immer präsent. Und wenn ich heute sehe, dass die Leute das noch immer mit dem Hermann-Trikot rumfahren oder auch immer noch kommen im Laden und sagen, Mensch, das war damals super und das ist unwahrscheinlich nachhaltig gewesen. Also dieses Geld, wenn wir jetzt in einer Zeitung irgendwo gemacht hätten, wäre es nicht so nachhaltig wie jetzt. Ne? Und gleichzeitig, wie du gerade schon gesagt hast, waren wir relativ auch erfolgreich. Und dann auch über Bayern hinaus quasi sichtbar. Was jetzt dann im Conti-Bereich nicht mehr uns so viel gebracht hat hier, weil wir hier als Unternehmer, ich sag mal, im Umkreis von 50 Kilometern maximal arbeiten. Ne? Wir haben ab und zu mal einen Ausrutscher, wo wir was anderes machen. Das war jetzt vor ein paar Jahren, habe ich mal einen John Degenkolb seine Böden und seine Fenstertüren machen dürfen. Aber ansonsten sind wir hier eigentlich ein ortsansässiges Unternehmen. Franke, also kann man ja auch nicht verstellen. Also, von daher ist, man hört es ein bisschen, ja. Also ich gebe mir Mühe, ne? Also wenn du in Berlin dann nicht klarkommst, sag ruhig, wenn ich dann das nochmal übersetzen soll. Okay, und? Aber ich habe ja gehört, du bist ja jetzt öfters bei mir in der Gegend, ne? Also das Frankenland hat es dir ein wenig angetan. Ne? Ja,
Ja, also ich meine, Bayern ist allgemein schön. Ich weiß, die unterscheiden auch mal zwischen Franken und dann dem Rest von Bayern. Oder Bayer oder der Rest von Bayern unterscheidet auch mal zwischen denen und Franken, je nachdem, wie man fragt. Du, das ist eigentlich ganz einfach. Wo wir hier ansässig sind, ist die größte Brauereidichte in Europa. Das ist mir bekannt, ja. Da seid ihr auch sehr stolz drauf. So, wenn du da bist, dann bist du nicht weit weg von mir. Klar, ich habe ein paar Sponsoren, die da aus der Gegend sind, von daher, klar, zieht es mich dann öfter mal nach Bayern und da, klar, Franken ist schon schön, auch zum Gravel fahren gerade. Ja, ja. Da hast du das Team gemacht und das finde ich jetzt auch interessant, weil es gab ja auch so in der Vergangenheit dann zumindest in Deutschland so Teams wie jetzt Gerolstein, die dann auch immer gesagt haben, ey, also Einzugsgebiet, uns kennen alle, wir haben hohe Bekanntheit erreicht. Klar, bei euch jetzt auf einer viel, viel kleineren Skala, aber dass du dann halt sagst, okay, es macht halt aus gewissen Gründen irgendwie dann keinen Sinn mehr, das so weiter fortzuführen, ist dann sicherlich auf jeden Fall auch wirtschaftlich die richtige Entscheidung. Und wie kam es dann dazu, dass ihr euch dazu entschieden habt, 2020 das Cross-Team zu gründen und vor allem dann auch direkt eine UCI-Lizenz zu lösen? Ja, das war eigentlich jetzt nochmal zum Schluss, dann war die richtige Entscheidung, dass wir es Hermann aufgehört haben, weil mit dem Budget, was wir hatten, konnten wir eigentlich nicht mehr erreichen. Ne? Und wir haben uns dann auch hier die Frage gestellt, also wieder mit meiner Frau zusammen, was wollen wir denn, wir haben einen Plan gehabt, was wir erreichen wollen und mein sportlicher Leiter damals, der Krischer, der das eigentlich auch mit aufgebaut hat, der hat jedes Jahr zu mir gesagt, bist du dir eigentlich im Bilde, was du geleistet hast und was wir jetzt erreicht haben, das werden wir nächstes Jahr schwer docken können. Ne? Und wir haben halt das Jahr für Jahr immer wieder gedockt. Und irgendwann warst du halt wirklich 2019 in einem Bereich unterwegs, wo auch ich selber erkannt habe, ich denke, Mensch, jetzt wenn wir nicht frisches Geld kriegen, dann kommen wir nicht weiter. Ne? Und ich brauche ja keinen erzählen, Geld im Radsport zu akquirieren, dass das dauerhaft da bleibt, ist sehr, sehr schwer. Und das war eigentlich mein Ziel, dass ich einen zweiten mitbekommen würde. Und da war auch der erste Kontakt, sagen wir mal, mit Heizomat. Und dann hat es halt nicht geklappt und die Erfolge, haben wir gesagt, nochmal zu doppen, 2020 wird schwer und dann war für mich die Entscheidung gestanden, okay, wenn es nicht besser wird, dann ist es für mich ein Hobby, das jetzt erreicht ist und mehr geht nicht mehr. Und deswegen haben wir dann quasi auch aufgehört mit dem Team. Und ja, so ist das gelaufen auf der Straße. Und dann zu der Frage, dann war ich eigentlich ganz glücklich, dass ich auch wieder mehr Freizeit gehabt habe und auch selber mal wieder aufs Rad gekommen bin. Und dann war ich mit meinem Sohn in Hugerheide auf dem Weltcup und habe das erste Mal gesehen, was in Belgien beim Crossrennen los ist. Und da bist du schon mal ein wenig geflasht, wenn du von der Bundesliga Straßenteam kommst, ne, und dann in Belgien unterwegs bist, dann brauchst du schon erst einmal ein paar Minuten und einen Espresso, ne, dass das verkraftest. Und das war tatsächlich, wir waren in Hugerheide, Espresso trinken mit dem Grischer. Ich weiß noch, der hat seinen Fuß gebrochen gehabt und sitzen da. Und dann sind die Cube-Leute mit drinnen und die kommen ja auch aus Franken, ne? Und dann habe ich die halt von der Seite so angeredet und dass sie mir damals in der Straße ein wenig einen Abfuhr gegeben haben. Und so ist der Kontakt entstanden zu Cube. Und, also einfach beim Kaffee trinken. Also jetzt nicht irgendwie Business-Meeting, ja. Okay. Interessant. Also beim Kaffee trinken, also so habe ich die besten Geschäfte auch bis jetzt gemacht. Und so sind wir zu Cube gekommen. Und haben dann quasi, dann ist ja auch die Pandemie 20 ausgebrochen, ne? Haben wir dann quasi und so sind wir halt zu Cube gekommen. Und da muss ich sagen, das war dann auch für mich der Anstoß, dass eben so große Firmen dann einfach ja gesagt haben, ne? Und dann hat es so einen Eigenlauf gekriegt, wo ich dann noch 3 Wochen mit dem Thema sich zu beschäftigen, irgendwann zum Grischer gesagt habe, jetzt wenn wir so weitermachen, habe ich wieder Team an der Backe. Ne? Und dann haben wir einen Namenssponsor gebraucht und ich habe gesagt, das schreiben wir auf jeden Fall durch den, dass ich erst aufgehört habe, nicht Hermann drauf. Ne? Und mein Nachbar, das ist die Firma Schamel,
war eigentlich auch schon immer involviert und hat das interessiert. Und dann bin ich halt rübergegangen und habe gesagt, du, jetzt ist soweit. Also jetzt können wir wieder die machen. Das kannst komplett auf dein Logo, auf deine Geschichte machen. Und so sind wir dann zum Schamel und zu Klosterchitschen gekommen, weil die Verbindung eben vom Nachbarn kommt. Ne? Und dann war der ganz glücklich, dass das Trikot halt komplett in Schamel, in Rot und auch Cube dann wirklich auch die Räder in Rot gemacht hat. Und ich glaube, es gibt nicht viele Radhersteller, oder ich kenne überhaupt keinen, der so unterstützt diese ganze Geschichte und da Bock drauf hat. Also zur deutschen Meisterschaft macht halt Cube dann einfach einmal für die Judith Kral deutsche Meisterschaft oder für den Hannes Degenkolb spezielle Lackierung. Finde ich auf jeden Fall lustig, dass du sagst, dass das Ganze eigentlich da seinen Lauf genommen hat, dass du dir in Belgien ein Crossrennen angeguckt hast und da eben begeistert warst. Weil das wäre dir wahrscheinlich nicht passiert, wenn du dir in Deutschland ein Crossrennen angeguckt hättest. Und war da auch ein bisschen dein Hintergedanke, dass du das Ganze gerne nach Deutschland bringen würdest, perspektivisch? Oder ja, du musst ja sagen, das ist jetzt auch schon wieder 3-4 Jahre her. Und wenn man dann die ersten Bundesliga-Rennen angeschaut hat, also damals 2020, 2019, muss man ja ganz klar sagen, kann ich mich daran erinnern, hat es ja noch gar kein C1-Rennen gegeben. Ne? Die Bundesliga war ja immer so eine eigene Geschichte. Und dann ist es so, wie auch auf der Straße, du kommst zu den Veranstaltern, du sprichst mit denen und die sind natürlich begeistert, was du jetzt da machst, ne? Und dass das einen Ruck gibt. Und wieso, wie es ihr jetzt auch mit Cross und Gravel, das muss man ja sagen, ist ja ein wenig in die Richtung. Hast du natürlich auch mit vielen Veranstaltern gesprochen und gesagt, du, eigentlich wäre es international viel besser. Ne? Also erstens können wir uns in Deutschland nicht verstecken und nur mit der deutschen Bundesliga prahlen, weil da müssen wir ganz klar sagen, dass die nicht auf dem Niveau ist, wie es in Europa ist. Und wenn, wären wir nur besser, wenn wir uns international messen. Und darum bin ich eigentlich ganz dafür, dass sämtliche Bundesliga-Rennen eigentlich C1-Rennen werden oder aufgemacht werden, wenn man es finanziell leisten kann. Es ist ja nicht so dramatisch, diese finanzielle Geschichte, was zwischen Bundesliga-Rennen und einem C1-Rennen gemacht wird. Ne? Und wenn man heuer dieses Jahr sieht, wären es ja eigentlich 5 C1-Rennen gewesen, C2-Rennen gewesen. Ne? Also ist das schon einmal eine Geschichte. Und als nächste finde ich eigentlich auch, also Crossrennen viel interessanter zum Anschauen als wir Straßenrennen, ne? weil halt einfach auf kleinstem Raum unwahrscheinlich viel Action ist. Ne? Ja, das hatten wir auch schon letzte Folge, wo wir meinten, das ist, glaube ich, die höchste Anzahl seit, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, aber irgendwas zwischen 2000 und 2010, was letzte Mal, dass es so viele Rennen gab. Und es ist natürlich schade, dass die alle innerhalb von irgendwie 4 oder 5 Wochen direkt auch stattgefunden haben. Ja, das wäre schön, wenn das irgendwie weiter aufgeteilt wäre übers Jahr. Aber es ist erstmal eine gute Richtung, aber gleichzeitig ist es auch traurig, dass jetzt so viele abgesagt werden. Auch bei euch in Bayern wurden Rennen abgesagt, ja. Hier bei uns in Brandenburg auch 2. Und das ist schon echt mega, ja, mega bitter, muss ich sagen. Und man sieht ja auch bei euch, also bei euch entwickelt sich es ja auch so langsam. Ne? Also eine Jule wird immer besser, jetzt auch mit den Schweizer Neuverpflichtungen, wo wir gleich nochmal zu kommen, ist, glaube ich, auch der richtige Schritt. Weil ich glaube, wenn man sich nicht die Klasse oder eine gewisse Klasse ins Team holt, dann ist es für den Rest auch schwer, den nächsten Schritt zu machen, weil du brauchst, sei es nur so kleine Tipps oder Trainingslager oder weißt du, also selbst Recon, einfach nur die Strecke zum Abfahren, das macht einen Riesenunterschied, wenn du es mit jemandem machst, der weiß, was er da tut, als wenn du eigentlich immer alleine versuchen musst, eine Linie zu finden und so. Nee, also das unterstreiche ich voll und ganz, was du gerade gesagt hast. Das ist diese Mischung zwischen Erfahrung, zwischen Coolheit, zwischen Cleverness, was die Älteren da mitbringen, die jetzt einfach schon die mehrere Rennen gefahren haben, zu den Jungen wieder. Ne? Und das geht eben in der Vorbereitung an, in der die Strecken anschaue, auch am Renntag. Das ist einfach, nur so bringst du quasi die Erfahrung mit. Und die Cleverheit und auch, dass man auch danach,
weil die Schweizer, wie du hast es jetzt gerade angesprochen, die auch danach dann mit den Leuten nochmal sprechen und einfach ein Feedback abgeben, was gut gelaufen ist und was nicht gut gelaufen ist. Ne? Und so halte ich es eigentlich im Unternehmen und so haben wir es damals auch in der Straße gemacht. Ne? Einfach, du hast wilde Kalle gehabt, die unwahrscheinliches Potenzial gehabt haben, aber haben halt ihre Kraft oft halt auch verschenkt, ne? Und die dann einfach an der Hand zu nehmen, da hast halt dann zum Beispiel einen Hatz oder einen Knauer gehabt, die dann einfach die Jungen genommen haben und haben gesagt gehabt, da, jetzt musst du fahren oder das musst du machen. Und genauso ist es jetzt bei den erfahrenen Leuten, was wir jetzt im Team haben, die nehmen die Jungen schon an der Hand und erklären ihnen, was los ist. Siehst du denn da perspektivisch in Deutschland eine Chance, dass sich da wieder mehr entwickelt, also dass es einen Aufwärtstrend gibt? Ich sage jetzt mal so, wünschenswert wäre es. Und ich glaube auch daran, weil ist natürlich auch so, dass das Cross-Geschichte eben, wie gesagt, Möglichkeit gibt, junge Leute an das Fahrrad zu geben, ohne dass man auf der Straße unterwegs sind. Also ich habe das im Verein mitgemacht, welche Schwierigkeiten das sind und die Trainer, die Jungs mitgefahren sind, wenn sie da heute mal mit 5, 6, 10 jungen Leuten aus Beiersdorf rausfahren willst und willst irgendwo ins Hinterland fahren, wie du da anguckt wirst und wie gefährlich dass das oft ist, sehe ich es im Straßensport in Deutschland grundsätzlich, dass du den ausüben kannst, gefährlich. Da gehört ja eigentlich viel, viel mehr gemacht. Ich, wenn dann selbst in Belgien fahre und da bist du manchmal so geflasht, da fahren die hinter dir her, da wird nicht gehupt, da ist eine Straße auf 5 Meter, hinter dir kommt ein Riesentraktor, der traut sich gar nicht überholen. Ne? Also, und das wäre in Deutschland, die fahren dich von der Straße. Ne? Auch gerade, wenn es da auch mit Kindern unterwegs ist, wo es da selber dann gefährlich ist. Ne? Jetzt dann zum Cross. Es sind halt einfach dann Möglichkeiten, dass man, ich habe jetzt zum Beispiel hinter der Haustür von mir eigene Crossstrecke für die Kinder gemacht. Ne? Da können die halt tagtäglich rausfahren und können halt einfach üben. Ne? Und ich glaube, auch mit Mountainbike kannst du die Kleinen, also wir reden über 8-, 9-, 10-Jährige, einfach viel mehr in den Spaß haben und auch die ans Fahrrad dran führen. Ne? Und was dann später draus wird, das wissen wir ja selber, das geht dann über die U-Klassen. Aber wir haben ja generell in Deutschland einfach das Problem, dass wir einfach zu wenig Nachwuchssportler haben. Und wenn sie dann einigermaßen schnell fahren können, ist es ja bei uns in Deutschland, dass dann alle Verbände, dann müssen sie Bahn fahren, dann müssen sie Straße fahren, dann müssen sie, und Cross ist halt nicht olympisch, ne? Also tun wir uns mit der Geschichte immer sehr, sehr schwer. Ne? Aber ich erzähle ja nichts Neues. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, und dass Gravel seinen Anteil dazu leisten wird, dass, weil momentan ist ja so, wie du schon sagst, sobald du gut fährst, musst du irgendwie alles machen. Ja, die Verbände wollen dich auf der Straße sehen, auf der Bahn, weil da gibt es Medaillen, gibt es dann Fördergelder, der Bund Deutscher Radfahrer will dich da sehen. Und früher war das natürlich schon irgendwie auch noch so, dass wir selber auch mehr Bock hatten und wir haben auch gesehen, es gibt eine Perspektive auf der Straße und im Offroad-Bereich. Und ich glaube, jetzt, es wird immer schwieriger, wenn wir jetzt mal Pidcock, Van der Poel und Wout van Aert mal rausnehmen. Im Frauenbereich geht das, glaube ich, schon noch. Also sieht man ja auch ganz viele Frauen, die das machen. Aber bei Männern ist das, glaube ich, zu speziell. Und ich hoffe mir jetzt dadurch ein bisschen, dass das Gravel so eine Perspektive den Crossfahrern gibt, dass man über den Sommer in der gleichen Teamstruktur unterwegs sein kann, aber immer noch Offroad und man sich nicht ein neues Team suchen muss. Und ich meine, in dem Fall, wenn du jetzt sagst, du nimmst, keine Ahnung, wie viel 10.000 Euro in die Hand für einen guten deutschen Rennfahrer, dass du halt auch 12 Monate oder was davon hast und nicht nur 4 Monate oder 5 Monate. Ich glaube, das ist auch so ein Faktor, der vielleicht gerade noch so ein bisschen Rolle spielt. Ich weiß, auf der Straße ist es auch so, dass man nur 6 Monate jemanden auf der Straße hat, aber die fahren halt auch das halbe Jahr im Fernsehen und durch die Gegend. Ne? Und im Konti-Niveau kriegen die halt ihre 250 Euro in Deutschland. Das ist jetzt noch was anderes, aber um dann Leute, also Weltklasse-Athletinnen aus Deutschland im Offroad-Bereich halten zu können, musst du denen auch dementsprechend ein Gehalt zahlen, was im gewissen Maße konkurrieren kann mit einer Straße irgendwann perspektivisch, weil sonst gehen die immer weg. Also weil... Du, aber sag mir doch einmal einen perspektivischen Offroad-Fahrer, der in Deutschland... Also den, wo du gerade beschrieben hast. Den gibt es gerade nicht, aber das ist ja...
Okay, weil dann hättest du meinen Namen sagen können, dann hätte ich Kontakt mit ihm. Nee, ich meine, das ist ja, ich rede mit Philipp ja auch viel darüber, also mit Weizleben. Ich meine, deswegen habt ihr ja auch so viele Schweizer. Du musst halt irgendwann ja woanders gucken, damit das Team auch international gut fährt. Jetzt will ich damit jetzt nicht schon wieder die Deutschen schlecht reden, aber es ist ja einfach, also man braucht nur Ergebnisse angucken. Das ist ja einfach ein Fakt gerade. Und, aber wie du schon sagst, solange sich halt in den Nachwuchsklassen da auch nichts ändert und man mehr Nachwuchs bekommt und da vielleicht wieder auch mehr Richtung Cross geht oder den länger die Möglichkeit gibt, beides zu machen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Solange wirst du auch keinen guten deutschen Crossfahrer haben, der die internationale Klasse hat, wie ein Philipp Weizleben, der Weltmeister wird. Ja? Oder auch Marcel Meisen vor ein paar Jahren noch. Das braucht halt seine Zeit. Wir hatten es im Frauenbereich ja auch lange mit Elisabeth Brandau, die ist ja auch noch lange gut gefahren. Judith entwickelt sich gerade, ist ja auch wieder zurückgekommen zu euch. Aber auch das wird noch Zeit benötigen. Und da ist halt auch die Frage, welche Struktur brauchst du eigentlich, damit sie schnell fahren kann, ja? Und ich finde, das ist alles gerade noch, ist nicht so einfach, ja. Da ist es ja bestimmt dann auch wieder die Frage, ich meine, sie studiert ja auch noch, ob sie dann den nötigen Support hat, um das halt weiter auszuüben, weil in Belgien ist halt eben, oder international ist so ein krasses Niveau, da kannst du es eigentlich, würde ich sagen, kaum neben vollen Job machen. Und da steigen dann halt viele aus. Genau. Ja, also es ist, gebe ich euch recht, so wie es jetzt gesagt hat. Und wir hatten auch bis letztes Jahr jetzt nur die Geschichte, dass wir eben über 6 Monate oder 4 Monate ja eigentlich gesprochen haben. Und dann die Leute wieder im Sommer in anderen Bereichen unterwegs ist. Ne? Also wir werden jetzt dieses Jahr 24 das erste Mal auch 3 Athleten haben, also 3, die das ganze Jahr dann bei uns beschäftigt sind. Ne? Und die müssen auch beschäftigt werden. Und da ist definitiv dieser Gravel-Bereich, werden wir jetzt definitiv mehr ansetzen. Ist auch die Judith wünscht sich das, dass sie das einfach mehr fährt. Und ich glaube schon, so wie es der Paula vorhin gesagt hat, dass wir die Kombination mit den Gravel und Cross, dass wir da schon 365 Tage die Athleten auch beschäftigen können und vielleicht mal ab und zu mal eine kleine Rundfahrt mit rein, dass die im Winter auch wieder voll dastehen. Ne? Gleichzeitig kann es aber auch so, dass der Crosser auch die Möglichkeit hat, sich, du musst ja sagen, unser erstes Rennen ist ja im September, ne? Dass die im August schon von der Straße weggehen und eigentlich schon wieder sich auf das Cross konzentrieren. Ne? Und das ist ja mit einem Straßenteam sehr schwer, wenn er dort auch fast bis Oktober fahren muss, ne? Dass er sich dann rechtzeitig da ins Cross kümmern kann. Ne? Ja, also wie gesagt, ich sehe es jetzt gerade auch noch nicht so richtig, dass wir das in Deutschland alles irgendwie hinbekommen, aber ich hoffe immer, dass da mal irgendjemand noch kommt, Männer- oder Frauenbereich, der oder die halt so wie so ein bisschen so eine Welle mitzieht, also auch so als Vorbild dient und das brauchst du halt und es gab halt, wie gesagt, diese Jahre, ja, wo die Generation, wo ich auch mit dazu gehörte und davor war es Hanka, da hast du halt ganz viele Leute gehabt, an die du dich hochziehen konntest, du hast die auch dann bei nationalen Rennen, hast du halt eine internationale Konkurrenz dadurch gehabt und die gibt es halt gerade nicht mehr und das macht es halt echt schon, das verwässert dann auch viel. Straßenbundesliga ist ja nicht anders, ne? Also die denken ja auch alle, wenn sie bei der Bundesliga vorne fahren, dass die irgendwie jetzt, keine Ahnung, irgendwo die Welt auseinandernehmen, weil sie beim UCI-Rennen sind, aber dann kommen die da an den Start und kriegen halt so dermaßen eins auf die Mütze, weil das eine nichts mit dem anderen zu tun hatte. Nee, da gebe ich dir absolut recht. Und die Handvoll richtigen Crosser, die wir ja hier in Deutschland haben, die würde ich das jetzt machen, wie wir es gerade gesagt haben. Ne? Da ist natürlich schwer, da jetzt sagen wir mal einen Nachfolger für den Philipp zu finden. Ne? Die Basis müsste halt unten mehr sein. Ne? Und aber das ist ja oft geschuldet vom Vereinsleben her. Ne? Also du siehst ja, wo Cross gelebt wird, da hast du jetzt dann einmal mehr Kids, die auf dem Crosser sind, ist der Verein mehr Mountainbike, dann hast du da wieder ein wenig mehr. Und es fällt und steht halt immer mit der Person, die da einfach vorausgeht. Ne? Und dann lebt der Verein damit. Und wenn das halt ein Straßenteam ist, dann wird halt mehr Straße gefahren. Dann kommen auch die Kids, die außenrum sind, kommen halt automatisch mit dem Straßenrad in Berührung oder mit dem Cross oder mit dem Mountainbike. Ne? Ja. Jo,
Aber wie gesagt, ich finde die Tendenz mit den Haufen Crossrennen, die wir grundsätzlich jetzt in der Bundesliga gehabt haben, wenn jetzt auch ein paar ausgefallen sind, schon irgendwo sehr, sehr positiv, dass man in die richtige Richtung geht. Ich muss jetzt sagen, wäre es für mich, ist Barzheid-Stepford, also das ist eine Geschichte, da steht eine Person dahinter, der macht es mit einer Leidenschaft und mit einer Hingabe, der tauscht sich mit ihr aus, der fragt immer wieder, was können wir denn noch machen, dass wir noch publiker werden, dass wir noch mehr Leute anziehen. Und so, da gibt es mehrere, aber das, was in Barzheid-Stepford da abgeht, das ist wünschenswert und dass das einfach noch auf ganz Deutschland sich ein wenig umfruchtet. Ne? Klar, bei uns jetzt in Bayern ist jetzt mitten in München eins abgesagt worden. Das hätte auch Potenzial, in die Richtung zu gehen. Ne? Aber wenn man da mit dem Veranstalter halt spricht, wenn die da über die Wiese beim Olympiapark fahren, und danach halt da ein paar Furchen drin sind, die dann wieder gemacht werden müssen, das kann natürlich schon richtig Geld kosten. Und wie ist es dann, fahrt ihr dann mit dem ganzen Team auch jetzt zu den internationalen Rennen nach Belgien und Holland? So wie es, also habt ihr da einen richtigen Teamauftritt dann? Habt ihr da bestimmte Rennen, die ihr dann absolviert? Ja, da macht man sich schon einen Kopf, wie die ganze Geschichte läuft bei den Weltcups und bei den Rennen. Und mittlerweile ist es so, dass wir eigentlich schon sagen können, durch unsere Sponsoren sind wir nicht nur fahrzeugtechnisch sehr gut aufgestellt, sondern da wird dann auch dementsprechend auch schon eine Planung gemacht, wo wir im Einsatz sind. Spannend wird es natürlich immer, wenn Bundesliga-Rennen und Weltcup sind, weil es der dann eigentlich fast zweigleisig schon fahren muss. Ne? Und unser Anspruch ist schon, dass wir in unseren Teamkalender, wo wir sagen, das sind für uns wichtige Rennen, auf jeden Fall Mechaniker, Betreuer, wenn es Doppelveranstaltungen sind, ist ein Physiotherapeut dabei und mittlerweile haben eigentlich im Team alle, also zwei Mann teilen sich ein Wohnmobil, also das ist eigentlich schon, ich gehe jetzt davon aus, ganz gut aufgestellt, also ich habe jetzt ein paar Teamchefs bei mir im Depot gehabt, im Servicekurs. Die sind schon beeindruckt, wie das bei uns da professionell abläuft. Das ja guter Themenwechsel, weil mich würde echt so ein bisschen die Struktur bei euch mal interessieren. Also du hast vorhin schon gesagt, deine Frau ist quasi Inhaberin vom Team. Du bist der Manager. Wie sieht die Struktur darunter aus? Wie viele Fahrer, Fahrerinnen habt ihr? Genau, also wie ist der Fokus auch des Teams, national, international, Nachwuchs, Frauen, Männer? Also man muss klar sagen, bis letztes Jahr waren wir mit dem Fokus Junioren und U23, männlich-weiblich und da natürlich auch hauptsächlich den deutschen Bereich. Wir hatten von Anfang an immer einen Schweizer schon dabei, also ganz am Anfang einen Felix Steele und jetzt den Lars Sommer. Also hat man mit der Schweiz schon immer Kontakt, sind auch die Rennen in der Schweiz gefahren und jetzt seit neuestem nach der letzten Saison war es Ansinnen, dass wir auf jeden Fall einen Elite-Fahrer haben wollen, weil für den Sponsor schon die Präsenz besser ist, Fernseh und. Und da hat der Kontakt noch intensiver mit den Schweizern stattgefunden ist. Zum Beispiel mit Dimon bin ich eigentlich schon seit 3 Jahren im Kontakt. Ne? Und dass das jetzt geklappt hat, auch mit Loris, ist sehr viel dadurch gekommen, dass ich mit dem Bruno Diethelm, das ist der frühere Schweizer Nationaltrainer, Kontakt gehabt hatte, der eigentlich die Nachfolge vom Walzewing machen sollte, hat aber gesundheitlich dann gesagt, es funktioniert nicht, der aber einen riesen Einblick natürlich in die Schweiz hatte. Ne? Und und so hat sich das halt dann ergeben, dass wir eigentlich aus 2 dann auf einmal 4 halt gemacht haben. Ne? Und da muss ich sagen, das ist auch der richtige Weg, weil die bringen diese internationale Geschichte mit und die können unseren Jungen einfach viel geben. Ne? War das auch eine wirtschaftliche Entscheidung, weil Sponsoren Interesse hatten, irgendwie auf dem Schweizer Markt noch präsenter zu sein, oder war es wirklich so rein diese sportliche Ebene?
Beides. Also Team Heizomat, also die Firma Heizomat hat natürlich mit ihren Hackschnitzelheizungen und auch zur kleineren den ganzen europäischen Markt im Vordergrund. Die sind auch in Frankreich unterwegs. Ne? Deswegen diese Benelux-Länder sind für ihnen sehr interessant. Die Schweiz ist interessant. Und ja, und man weiß jetzt nicht, wo der Markt noch hingeht, wo sie über sich noch präsentieren wollen. Aber mit Robert Bloß bin ich sehr stark im Austausch und der fragt auch immer wieder ein wenig nach, wie die Erfolge sind, oder ich schicke ihn dann. Also, obwohl das ein Fußballer eigentlich ist und mit dem Radsport nicht so viel zu tun hat, sich da aber seine Jungs am liebsten mit Heizomat-Trikot ganz oben stehen. Ja gut, aber deswegen ist man auch oft Sponsor, ne? Und dann auch so emotional dabei, weil man das natürlich irgendwie dann cool findet, wenn der Name so groß sichtbar ist. Ja. Wir haben in der ersten Teampräsentation haben wir ja bei ihm gehabt letztes Jahr. Und er hat ja mit dem Cross eigentlich sich gar nicht so vorstellen können. Und dann sind die da halt Training gefahren. Und dann war die ganze Familie quasi auf dem Firmengelände, weil wir dann Hürden aufgestellt haben und auch so Paletten und solche Geschichten. Die waren total beeindruckt, was die eigentlich leisten, und sind dann quasi auf der deutschen Meisterschaft nach München. Die haben so einen großen Reisebus, ne? War dann die ganze Firma unten und hat quasi ihre Leute die ersten deutschen Meistertitel gefeiert. Ne? Also das war schon auch von der Emotion her wieder was wir zurückgeben haben können. Ne? Aber ich glaube, das ist auch, weshalb Sponsoren ganz oft solche Sponsorings machen. Ne? Also ich meine natürlich, das geht im Größeren. Ich weiß, früher noch Bora, als ich noch im Team war, die haben dann halt VIP-Zelte gemietet bei Flandern oder bei der Tour. Einfach auch nur aus dem Grund, damit die Partner einladen können und Partner einfach diese Emotionen rüberbringen, und alle haben das mega geschätzt, weil du natürlich, ja, ich meine, wenn du das ein Trikot siehst, steht der Name drauf von der Firma, für die du arbeitest oder die du irgendwie repräsentierst, dann hast du nochmal eine ganz andere Verbindung und gehst dann auch mit und macht dann auch Bock, ja. Habt ihr schon mal überlegt, jemand aus Benelux zu holen, also ein Belgier oder Holländerin? Also auch einen, also größeren Namen? Also auch das die sind ja teuer. Ja. Also, das ist wahrscheinlich das Problem. Ja, ich weiß nicht, ob ja, das Problem ist, ne? Also ja, sehr stark denkt man darüber nach. Und wenn die jetzt auch mit, wenn das mal alles in Kontakt waren, das sind wirklich auch Namen, die ganz weit vorne fahren. Und da hat es aber immer wieder verschiedene Gründe gegeben, dass dass es nicht zustande gekommen ist. Aber die Hoffnung stirbt zum Schluss. Ne? Also ich sage mal jetzt mit den zwei Schweizern, was wir jetzt mittlerweile haben, können wir ja auch in den Benelux-Ländern schon zeigen, dass wir eigentlich schon reinfahren können jetzt vorne. Ne? Also der rote Helm und das grüne Trikot, das wird jetzt schon öfters wahrgenommen, auch der Auftritt. Wenn wir jetzt da kommen, wenn da dann jetzt zum Beispiel in Maasmechelen, wo wir jetzt waren, zwei Mechanikerbus stehen und drei Wohnmobile, und du hast fast schon so einen Bereich wie Albezin aufgebaut, ne? Vielleicht nicht ganz so groß die Fahrzeuge noch, ne? Aber es wird schon wahrgenommen. Ne? Also du siehst es ja dann an den Leuten, die wo dann die Autogrammkarten sammeln, die sind dann die sind dann schon bei dir auch da und wollen die deutsche Meisterschaft. Und wie ist es mit zusätzlichen Frauen? Bisher ist ja Judith im Team und meines Wissens noch keine weitere Frau. Doch. Ne? Wir hätten eigentlich, die war letztes Jahr auch dabei, das ist die Jule Merkel. Ach ja, aus der Merkel-Dynastie. Genau. Aus der Merkel-Dynastie, also nicht Angelika. Genau. Ich weiß, die heißt nicht Angelika, Angela. Du weißt, ich habe es immer mit dem Namen. Also unsere ehemalige Bundeskanzlerin, nicht die Merkel, sondern Angela. Sondern ja. Angie. Sondern die Merkels aus, was ist das für ein Kaiserslautern. Kaidersbach, genau. Kaiserslautern ist in der Schule, der Andi. Und genau. Den kenne ich eben auch schon seit Jahren. Da haben wir es letztes Jahr im Juli schon gehabt, in der U19. Und wäre auch jetzt das U23 gefahren und war aber dann so, dass sie einen Profivertrag gekriegt hat bei Canyon, und die dann am 1. definitiv wollen, dass Canyon gefahren wird, und deswegen die deutsche Meisterschaft nicht in unserem Trikot fahren können.
dann hat man halt dann den Vertrag wieder aufgelöst, weil sie jetzt dann ab dem 1.1. bei Canyon fährt. Ah, die Info mir war auch, mir ganz neu. Aber schön zu wissen. Oh, danke. Nee, ist ja. Also, ich muss das jetzt einmal nochmal klären, ob wir das schon veröffentlichen dürfen, okay? Ja, genau, das kannst du nochmal klären. Wenn nicht, piepen wir jetzt den ganzen Teil. Ja, genau. Genau. Okay, aber bist du oder seid ihr als Firma noch irgendwie finanziell beteiligt an dem Team oder seid ihr eigentlich, also, was ist nur im Management tätig? In Anführungsstrichen das nur, ja. Nee, also, wir stehen ja auf dem Trikot mit drauf und sind natürlich auch mit beteiligt und das soll auch so bleiben. Ja. Also wir sind halt jetzt nicht mehr der Namensgeber, aber wie gesagt, wir sind genauso ein Sponsor wie die anderen auch und du musst natürlich so sagen, und das will ich ja ganz normal unterstreichen, dieses ganze Konstrukt lebt und steht natürlich mit der Familie Hermann. Ja. Wir leben diesen Sport, wir haben da Bock drauf. Wenn wir dann am Wochenende auch unterwegs sind, da ist meine Frau mit dabei, die kocht Nudeln. Also diese Familie ist immer da, ne? Und auch die Betreuer, die wir teilweise von den Familien haben, ob ich jetzt da einen Gerhard Kral mit anschaue, wir leben das einfach als Familie. Das ist eine super Geschichte. Aber wenn dann finanziell irgendwo zum Monatsende oder zum Jahresende irgendwo knapp wird, dann steht daher auch jemand da, der dann jedes Mal, auf jeden Fall die Fahrer, die Betreuer, die was ausgemacht ist, das ist für mich einfach Wertschätzung, da wird nicht geknausert. Ne? Also das wird alles, was ausgemacht ist und was auf dem Papier steht, wird bis auf Heller und Pfennig bezahlt. Das war schon im Straßenteam so und das halte ich eigentlich auch hier so. Und wenn dann halt zum Schluss nochmal ein Rennen gefahren werden muss, weil man irgendwo Punkte nochmal holen muss oder solche Geschichten, dann wird halt der Kalender auch einmal erweitert, aber das Ding wird halt dann gefahren. Okay. Also ob es jetzt irgendwie Hobby, Leidenschaft oder wirtschaftliches Interesse dahinter steht, ist sozusagen beides. Ja, also ist wahrscheinlich bei dir gerade mehr Leidenschaft, oder? Also Fossi, ich sage jetzt mal eins, schreibe mal Leidenschaft und Hobby ganz hoch, weil das wirtschaftlich, also wir nehmen aus dieser Geschichte keinen Cent Geld raus. Ne? Also im Gegenteil, das wird mehr reingepudert. Ja, genau, aber das meine ich. Ich meine, es hat generiert ja irgendwie einen gewissen Mehrwert, wo ihr sichtbar seid, aber jetzt sicherlich nicht in dem Maße, wie das, was ihr investiert. Also ich denke mal, es ist beim Straßenteam wahrscheinlich lukrativer bis zu einem gewissen Maße war, oder? Ja, ja, also du bist ja jetzt bloß Co-Sponsor, ne? Also von daher ist es im Straßenteam natürlich wesentlich interessanter gewesen. Aber wie gesagt, es macht halt einfach Spaß und das ist für mich wirklich ein absolut professionelles Hobby, ne? Und aber es gibt auch Hobbys, die einfach erfolgreich sein müssen. Ne? Also das ist jetzt, weil sonst können die Prüfer auch mal züchten oder sowas. Ne? Also von daher, mir gefällt es halt, wenn die Jungs erfolgreich sind und wenn ich auch sehe, wenn ich jetzt welche länger dabei habe, wie sie sich entwickeln. Ne? Also wie du merkst, dass die von Jahr zu Jahr besser werden. Und solange, dass ich das sehe, dass der die Geschichte ist und ich meinen Teil dazu oder unsere Familie den Teil dazu beitragen kann, dass die besser werden. Manchmal sind es auch nur Gespräche, ne? Also es sind ja ganz junge Personen, ne? Dass man ihnen einfach einen Weg auf zeigt und die Erfahrung mitnehmen, dann haben wir ja schon sehr viel gewonnen. Ne? Und da habe ich auch nochmal eine Frage zu. Du beobachtest dann schon so die Szene und kommst da auch selbst mit Vorschlägen, welche Sportler du dann ins Team gerne haben möchtest? Oder verlässt du dich da eher auf Urteile von Leuten, die jetzt auch in sportlicher Hinsicht dann wirklich Ahnung haben? Oder ist es ein Zusammenspiel? Ja, das ist ein Zusammenspiel. Also das ist ein Zusammenspiel. Also ich werde mir jetzt nicht anmaßen, dass ich jetzt sage, der und der muss kommen. Das war jetzt mit Philipp immer, dass man das halt einfach, man hat gewisse Leute aufgeschrieben, hat dann kontaktiert und hat halt dann versucht, irgendwie, dass man mit ihnen klarkommt. Ne? Beim Philipp war es dann so lustig, die Namen, was wir meistens aufgeschrieben haben,
haben dann, sobald das man auf dem Zettel stehen gehabt haben, sind die explodiert, ne? Haben sämtliche Rennen gewonnen, dass sie irgendwann für uns dann nicht mehr ganz so greifbar waren. Ja. Also darum haben wir dann auch schon ironisch gesagt gehabt, also Philipp, wir schreiben jetzt keinen mehr auf, weil das bringt nichts. Ja, ja gut, ist natürlich. Da hat der Hintergrundwissen. Genau, wenn du gut in der Szene vernetzt bist, dir viele Rennen anschaust, dann siehst du halt Dinge, die andere vielleicht nicht sehen. Oder halt auch die andere auch sehen, weil sonst wären sie ja nicht unter Vertrag genommen worden. Aber ich glaube, da muss man sich als Team halt irgendwie so einen Status erarbeiten, damit Leute dann irgendwann auch sagen, ja, okay, ich komme auch zu euch. Weil ich glaube, oftmals ist es vielleicht gar nicht so unbedingt das Geld immer, weil ich denke mal, dass man auch da einen gewissen Spielraum hat für einen guten Fahrer oder Fahrerin, sondern das sind dann so auch andere Faktoren, die ich auch so ein bisschen weiß, aber ich glaube, die jetzt auch über die Zeit weniger relevant werden, weil es eine Veränderung gibt in dem Sport hinsichtlich einigen Bereichen. Ich bin gespannt, wie das da bei euch weitergeht, weil ich hoffe, dass ihr irgendwann nochmal vielleicht sogar eine gute Fahrerin unter Vertrag nehmen könnt, an der Seite von Judith, weil ich sehe gerade in Judith so die einzige so ein bisschen, die auch, glaube ich, international wieder in die Richtung, ja, gerade Richtung Weltspitze kommen kann, so. Ja. Gerade dieses Jahr, ne, sieht man, finde ich, auch nochmal richtig so eine Entwicklung und dass sie einfach näher dran, genau, ist. So. Ist immer noch ein weiter Weg, aber die ist auf jeden Fall in Schlagdistanz. Ja, genau. Nee, also und man muss so sagen, die Judith begleiten wir jetzt ja schon im dritten Jahr und wie man sieht, wie die gekommen ist, wie sie sich jetzt entwickelt hat. Ich habe da auch absolut nachvollziehen können, wie sie das Team verlassen hat, weil sie einfach auch in Belgien weiterkommen wollte, auch die Straßengeschichte fahren wollte. Also das ist alles akzeptiert und auch der Weggang war für mich einfach, die hat da eine Plattform, das, was ich nicht leisten kann oder nicht leisten konnte. Und aber der Kontakt ist nie abgebrochen, ne? Und von daher war es ja auch wieder schön, wie sie angerufen hat. Und ich sage mal, wir hatten auch nicht viel Gespräche, dass das eigentlich dann wieder relativ schnell in die andere Richtung gegangen ist, ne? Und ich glaube, ich sage, wie ich es denke, ich sage das gerade raus. Aber die wissen dann auch, wie sie dran sind. Ne? Also da gibt es nicht Hü oder Hot, sondern das wird gemacht, so ist es. Und da wird auch gar nicht viel gefackelt. Und danach weiß aber jeder, wie er dran ist. Ne? Und das wird aber auch dann erledigt. Ne? Also wenn ich sage, so machen wir das, das unterstütze ich, dann versuche ich alles dran, die beste Unterstützung da an den Dach beizuhören. Und wenn ich selber Rad putzen tue, ne? Also die ersten Tage hatten wir jetzt zum Beispiel nicht diese Betreuer, wie wir jetzt haben. Ne? Also wenn ich jetzt sehe, alleine Mechaniker haben wir mittlerweile, glaube ich, auch 4 Stück, wo wir zurückgreifen können, die zu jedem Rennen halt eingeteilt werden, ob das jetzt 2 Sportler da sind oder eben 4 Sportler fahren, dann brauche ich natürlich 2 Mechaniker dementsprechend. Und dann hast du aber nochmal die Eltern, die ja zusätzlich, ich sage mal, im Depot halt mitstehen und mit Räder annehmen. Ne? Aber das ist einfach gewachsen. Kannst du mir sagen, warum eigentlich nur bei den Juniorinnen und Junioren, welche bei der EM am Start waren und nicht im U23 und Elite-Bereich? Ja, bei Deutsche? Uns? Grundsätzlich Deutsche. Weißt du das, warum? Nee, das es ist ich glaube, es wurde nicht unterstützt irgendwie. War sehr, sehr lange auch wird wohl unterstützt, wird nicht unterstützt, wie wird unterstützt, ne? Und also wir haben auch erst, ich muss noch längeren Sprechen und Anrufe, ich glaube 14 Tage vor der Europameisterschaft eigentlich mitgekriegt, wie sie es laufen soll. Ne? Ja, aber ich sage, es war in der Schweizer Verband nicht viel anders. Okay. Ich fand grundsätzlich so die ganze Europameisterschaft auch bei vielen anderen Verbänden oder Ländern war jetzt nicht unbedingt das Top-Starterfeld da. Also mich hat es grundsätzlich ein bisschen gewundert, wie auch die ganze Wahrnehmung dieser EM, also war jetzt nicht so richtig im Fokus. Tor ist schon weit weg, ja, okay, muss man sagen. Also man kommt da nicht so, also auch logistisch, wir hatten ja jetzt alle schon ein paar Mal, ich war da glaube ich schon 2-mal oder 3-mal für eine EM oder WM. Das ist schon weit. Also der
Ich war noch nicht dort, aber allein, wenn du das dann angeschaut hast, was das für ein Ritt ist, also hier aus Bayern, da sind wir ja noch vor einem Kilometer weiter hinten, da raufzufahren, dann musst du am Donnerstag ja schon dort sein, zu den Nummern abholen. Und also ich sage jetzt einmal, das muss man sich schon genau überlegen, wenn du da jetzt mit 2, 3 Fahrzeugen da hoch wanderst, das ist an dem Wochenende sind da ruckzuck mal 5.000, 6.000 Euro weg. Ne? Okay, ich habe eigentlich nur noch eine Frage an dich, und zwar wie oder was würdest du dir wünschen, wenn du freie Wahl hättest, wie was in den nächsten Jahren irgendwie, wie sich der Sport entwickeln sollte in Deutschland oder was sich ändern müsste, damit du wieder Zugriff hast. Ich weiß, du hast vorhin schon gesagt, Nachwuchs und so, aber halt so strukturelle Dinge erstmal einfach, die so ein bisschen größere Bild angehen und nicht so im Klein-Klein. Also Paul, da können wir jetzt einen eigenen Podcast machen. Weißt du, andere werden ja mal gefragt, was würden sie tun, wenn sie einen Tag Bundeskanzler wären? So in dem Fall, was würdest du tun, wenn du einen Tag BDR-Präsident wärst? Keine Ahnung. Das ist eine schwere Frage, aber berechtigte Frage. Ich habe früher sehr viel in den Schweizer Verbanden übergeschaut, weil ich fand, wie das da drüben abgelaufen ist, dass da zum Beispiel ein Mountainbiker im Frühjahr eine Rundfahrt fahren hat können oder ein Straßenfahrer mal ein Mountainbike-Rennen fahren hat können. Ne? Also gerade im Juniorenbereich, Junioren- und sagen wir U23-Bereich. Finde ich sehr, sehr spannend, dass da einfach mal gewechselt wird, dass der junge Mann sich entwickeln kann oder die junge Frau entwickeln kann, in welche Richtung will ich denn eigentlich, wo habe ich eigentlich am meisten Spaß oder wo sehe ich mein meistes Potenzial, was ich rausholen kann. Also das ist jetzt zum Beispiel eine Geschichte, die vermisse ich ein bisschen im BDR. Da bist du dann irgendwo in einem Kader und der Bundestrainer will dich da eigentlich nicht rauslassen, ne? Weil ist klar, der wird natürlich auch noch Erfolge gewertet und wir reden ja von Leuten, die gut sind, ne? Also wir sprechen ja nicht von der zweiten Garnitur, sondern wenn du erfolgreich sein willst, dann brauchst du die, wohl am besten sind, ne? Und die sind meistens aber in einer anderen Disziplin auch gut. Und die zweite Geschichte wünsche ich mir jetzt rein für den Gross, einfach, dass der Weg weitergeht, dass wir mehr C2-Rennen, vielleicht auch mal C1-Rennen kriegen, dass wir in Deutschland mehr wahrgenommen werden. Das war jetzt schon dieses Jahr sehr gut. Und das wünsche ich mir, dass das einfach noch mehr gemacht wird. Ne? Dass einfach noch mehr Belgier und vielleicht auch namhafte Belgier, also nicht bloß Belgier, sondern Benelux-Leute zu uns kommen und auf uns schauen. Ne? Also das ist dieses Jahr schon mehr wahrgenommen worden, weil wir einfach 5 C2-Rennen gehabt haben. Ne? Und das wäre jetzt zum Beispiel meine Geschichte. Und dass die Rennen wegen mehr Richtung Süden noch wandern würden, weil für uns dann als bayerisches Team, das die Fahrerei ein wenig kürzer ist, jetzt noch Stuttgart ist ja fast ein Heimspiel. Also das ist ein wenig so mein Wunsch, was ich haben würde. Aber wie gesagt, und dann wäre es natürlich auch schön, wenn diese Sportart irgendwann olympisch wird, ne? Weil dann haben wir die ganzen Debatten nicht mehr mit, das wäre auch eine große Geschichte, aber das sind andere, schlauere Köpfe dran. Vielleicht kriegen wir es. Ja, ich glaube, da ist echt das Problem mit Schnee und wann es stattfindet und so. Ne? Winter, Sommer. Also ich glaube, ohne dem hätte es, glaube ich, schon eine gute Chance gehabt, weil es ist attraktiv, wenn du gerade siehst, was alles Sommer-Olympische Spiele mit dazukommen, welche Sportarten. Ja. Dann hätte Cross auf jeden Fall auch die Berechtigung, weil es halt auch es ist ein sehr attraktiver Sport. Wenn Leute es einmal geschaut haben, verstanden haben, was da passiert, besser geht's ja nicht. Du hast irgendwie innerhalb von 4 Stunden, idealerweise 4 Rennen. Super. Ja? Nee, also das ist absolut. Und müssen wir mehr solche Rennen wie in Italien machen. Ne? Weil die Sohle. Du meinst das Schneerennen. Genau. Ja, genau. Also ich meine eigentlich, es gibt ja diese Rennen. So, insofern wäre es ja jetzt nicht das Megaproblem, das als winterolympische Sport vielleicht zu machen. Klima, der Klimawandel da auch sein Übriges und bald ist innen noch alles im Grün im Winter. Von daher, dann kann man auch, dann passt Cross da auch rein. So. Ne? Rein nur noch. Genau. Nur aber jetzt mal was anderes an euch zwei Gravelfahrern oder Rinnen. Was würdet ihr euch vom
UCI Cross Team wünschen, was sie anders da machen sollen. Ihr nehmt ja uns, ich weiß nicht, wie lange war, vielleicht da ist seit gestern, aber was können wir besser machen? Ich nehme euch ja schon länger wahr. Ich habe ja auch im Besenwagen ab und zu auch schon mal jetzt nicht der Teamstruktur gegenüber Kritik geäußert, aber den Fahrern gegenüber. Aber das wissen ja auch alle, die den Besenwagen hören. Ich glaube. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Was hast du da gesagt? Jetzt werden nochmal alle Folgen nachgehört. Muss ich doch nochmal hören. Das war gar nicht. Also ich fand es am Anfang gut, dass es dieses Team gibt, das UCI-Team, und ich finde es auch den richtigen Weg. Keine Ahnung, ich glaube, das ist so ein bisschen meine eigene Erfahrung im Kontinentalbereich in Deutschland oder auch im Nachwuchsbereich, wie Fahrer sich selber sehen, wie sie ihre Leistung einschätzen und wie sie das Umfeld wahrnehmen. Und man hat dann einfach zu oft das Gefühl, dass es an anderen Dingen liegt als vielleicht an einem selber, weshalb man schnell oder langsam fährt. Und diese Kritik, es war eigentlich keine Kritik, war aber nur eine Wahrnehmung. Ach so, das war einfach nur eine Wahrnehmung. Und das war eine Folge mit Sascha Weber. Der hat da richtig drauf raufgehauen. Ich habe eigentlich, ich saß so ein bisschen auf dem Beifahrersitz. Ja, okay, das habe ich aber schon mitgekriegt. Da habt ihr sehr viel auch euch ausgelassen, weil wir mit so einem Fuhrpark aufkommen und Fahrer vielleicht. Möchte ich mir kurz verhängen, das finde ich gar nicht schlimm. Ich finde es nämlich richtig, weil ich glaube auch, dass nur, das wäre jetzt übrigens, was ich sagen wollte, was ich mir wünschen würde. Ich glaube, dass ihr auf einem guten Weg seid, weil diese Basis von Fuhrpark, Mechaniker, sportlich Leiter, ich glaube, der sucht ja auch gerade wieder. Das sind alles so Bereiche, die musst du angehen, und weil die kannst du dir erstmal herbeiholen, und selbst das ist ja schon schwer genug, jetzt zum Beispiel in Deutschland auch sportlich Leiter zu finden. Aber Fahrer oder Fahrerin, da habt ihr erstmal keinen großen Einfluss drauf, weil das ist so ganz viel, haben die überhaupt Bock? Ja, landen die am Ende bei euch, und ihr könnt ja nur dann vielleicht ins Ausland gehen, mit Geld versuchen, Leute davon zu überzeugen. Aber ihr müsst ja die Struktur trotzdem bauen und einfach hoffen, dass jemand kommt. Genau. So. Und man lockt ja auch nur die Fahrerin so an, indem man auch eben den entsprechend professionellen Auftritt hat. Gebe ich dir recht, Caro, es ist so, du musst irgendwo erst einmal was investieren, dass du was zurückkommst. Ne? Ja. Und wir hatten jetzt natürlich in der Corona-Zeit ein Team aufzumachen, ist ja auch nicht einfach. Ne? Dann war natürlich erst schon der Fokus auf deutsche Sportler zu legen, aber da bist du international nicht sichtbar oder transparent. Ne? Und deswegen sind wir dann auch hergegangen und haben jetzt eben mit dem Schweizer. Und jetzt können wir einfach auch mal zeigen, was wir können. Auch der Fuhrpark, die ganze Geschichte, was da steht, dass wir auch einmal vielleicht in den Benelux-Ländern mehr Aufmerksamkeit kriegen, wo man dann auch mal sagt, Mensch, ich bin vielleicht der Fahrer in der zweiten Reihe, aber da könnte ich eigentlich trotzdem noch Fuß fassen. Ne? Man muss natürlich sagen, wir haben auch schon seit 3 Jahren zwei Unterstützer oder sportliche Leiter, die in Belgien uns damit unterstützen. Und da haben wir auch immer zu gewissen Belgiern natürlich auch einen Draht, haben das Haus auch da oben. Und ist natürlich jetzt auch ein wenig entspannter, wenn der Nico und der Stan da oben dann die Organisation mit übernehmen. Ne? Also das ist jetzt schon auf dem richtigen Weg. Und klar muss man heute, und da sehe ich jetzt Paul und auch den Sascha Weber, weißt du, das ist eine andere Generation. Ne? Also wenn ihr heute seht, ihr seid gefahren von 10, 15 Jahren und habt halt das gehabt, wie es damals so war. Ne? Und ihr habt halt Bock gehabt. Welche das sind die Jungs, die jetzt fahren, die haben genauso viel Bock und bringen wirklich ihre Leistung, aber es ist halt auf einem anderen Niveau. Das ist aber genauso wie im Handwerk. Ne? Ja, okay, also. Ja, nicht auf Niveau, will ich jetzt nicht sagen, aber die machen auch an den Zeitpunkt, wo sie fahren, bringen die ihre volle Leistung. Es ist halt nicht mehr da. Ja, ja. Ne? Also und dann müssen wir sie aber halt dorthin bringen. Ne? Und das ist aber auch so, wie wenn ich heute sehe, vor 30 Jahren, wie ich auf der Baustelle angefangen habe, da habe ich einen Akkuschrauber und 5 Schraubenzieher gekriegt. Ne? Heute brauchen sie ein Auto, wo Werkzeug drin ist. Da ist der Bus schon fast überladen mit dem Werkzeug. Ne? Aber weißt du, was der große Vorteil ist? Die Ausreden werden minimiert. Ja, nein, also das ist, also jetzt nochmal, ich
um das dann eben auch abzuschließen, was mit Sascha Weber, Besenwagen und mir, es ist, glaube ich, eher so das prinzipielle Ding, wo ich mich dann halt ganz oft frage, und das frage ich mich jetzt übrigens auch wieder, weil ich fahre jetzt auch, bin zwar nur zwei Bundesliga-Rennen gefahren, aber ich bin gefahren und ich fahre jetzt auch wieder Gravel-Rennen, und du, sicherlich bin ich nicht talentfrei, aber ich bin auch auf jeden Fall kein Mathieu van der Poel. Und an irgendeinem Punkt fragt man sich schon, warum kommt da niemand mehr nach? Also es kann ja nicht immer nur am mangelnden Talent oder nicht ausreichenden Talent liegen oder an dem, wie dass alle Leute weggehen, weil ich glaube, das sind auch andere Faktoren, die spielen eine Rolle. Aber ich glaube, das ist gesamtgesellschaftlich auch so ein bisschen so ein Ding. Ja, das heißt, ich wollte gerade sagen. Das ist ein Problem unserer Gesellschaft. Was mit den Jungs und Mädels jetzt zu tun, aber du merkst jetzt schon, dass dieses tausendprozentige, ich glaube, das tausendprozentige Commitment früher ein anderes war, weil es auch viel weniger Ablenkung gab, muss ich aber auch sagen. Also das ist nicht so einfach, ist ja auch keine Kritik direkt an die, auch wenn sie es so aufgenommen haben, aber ich glaube, es ist zu einfach auch zu sagen, da ist nicht mehr. Ich glaube, das ist es halt auch nicht. Ich glaube, das sind so ganz viele Faktoren. Wenn du andere Länder schaust, da ist ja kontinuierlich, kommt da ja was nach, und ich bin immer noch davon überzeugt, dass in Belgien, in Holland, es haben auch also andere Nationen in Europa haben das gleiche Problem, ne? Es ist nicht nur Deutschland, dass die hinterherfahren. Aber die haben ja nicht mehr Talente, sondern da ist natürlich von unten heraus ein ganz anderer Grundstock, und das liegt jetzt nicht an euch, sondern das beginnt ja ganz woanders. Ja. Aber da muss ich dir eines sagen, das liegt ja aber eigentlich, wenn du jetzt in die Benelux-Länder rüberschaust, ne, da kommen die Kinder auf die Welt und dann kriegen sie erst einmal. Ja, genau, das meine ich ja gerade. Das ist der Grundstock, na, ist mal ganz so, anderer. Ja. So, und dann gehen die aus der Schule raus und hocken sie aufs Rad. Ne? So, und in Deutschland ist es halt einfach so, dass sie tausend Möglichkeiten haben. Da kriegen sie einen Golfschläger in die Hand, da kriegen sie einen Tennisspiel und die dann alle nicht draußen sind, dann sind dann die Rest, die hängen an der Playstation. Ne? Und das ist halt hier in Deutschland sehr, sehr viel. Ne? Und du musst ja eigentlich schon sagen, was so junge Sportler, also wenn sie einigermaßen in einem professionellen Umfeld sind und einen Trainer haben, ne, diese Stunden, dass die quasi auf dem Rad verbringen und auch mit dem Sport. Und jetzt, wenn ich sehe, also meine zwei Kinder, die leben das Ding, ne? Und da war immer Voraussetzung, dass sie die Ausbildung erst einmal machen. Ne? Und was die neben der Ausbildung 40 Stunden den Schreinerjob machen und dann quasi abends nur 4-5 Stunden mit Licht draußen rumfahren, ne? Klar hätte ich es anders machen können und nicht sagen können, du pass mal auf, jetzt macht erst einmal Radsport. Ne? Und dann sucht ihr euch ein gutes Team, und wenn das nichts wird, dann könnt ihr immer noch eure Ausbildung machen. Ne? Aber wir wissen selber, das hast du ja gerade gesagt, von Wissel werden wirklich Leute, die davon leben können. Ja. Ich will noch eine Sache kurz ergänzen, weil ich will nicht schon wieder wie so ein alter weißer Mann, der irgendwie von oben sagt, bla bla bla. Ich glaube, ich bin auch so ein bisschen geschädigt durch meine Zeit in dem Kontinentalbereich in Deutschland und im Amateurbereich, und ich habe auch viele Sportler trainiert, und am Ende war es immer das gleiche Pattern. Es sind die schnell gefahren, die am wenigsten Ausreden hatten am Ende des Tages, also die auch nie zu dir hingegangen sind, gesagt haben, das und das war schuld, sondern halt Analyse bei sich selbst betrieben haben, sind die am Ende auch schnell gefahren sind. Und es sind immer die nicht schnell gefahren, die für alles eine Ausrede hatten. Und ich glaube, dadurch, dass es nicht nur bei ein oder zwei Sportlern waren, sondern bei relativ vielen, die ich über die Zeit gesehen habe, und jetzt auch bei Bundesliga-Rennen, du fährst da rum und die Attitüde, die einige haben, und dann du kannst anhand der Attitüde sehen, wer schnell fährt und wer nicht. Und die fokussiert, also es ist auch jetzt zu einfach, aber weißt du, die so eine gewisse Richtung haben, so, ich mache jetzt hier mein Ding, das sind die, egal welches Team die fahren schnell. Und die denken, sie müssen eigentlich alles zu 100% zur Verfügung gestellt bekommen haben, damit sie schnell fahren können, sind oft die nicht schnell fahren. Und da finde ich schon, da ist ein gewisser Zusammenhang zu sehen. Das ist jetzt nicht einfach nur eine Fantasie. Und das wollte ich eigentlich nur damit aussagen. Von daher ist mir schon klar, dass die Jungs immer alles geben. Niemand hat Bock, eins auf die Mütze zu bekommen. Und die Mädels auch genauso, ja. Ja, aber drum eben auch jetzt der Weg mit den Elite-Fahrern, dass die einfach noch viel mehr quasi weitergeben. Ne? Vielleicht sind wir da auch zu spät dran, ne? Wenn wir die in der U23 bekommen. Ne? Vielleicht ist da, aber das, jetzt fangen wir mit dem Vereinsleben an und. Ne? Und da muss ich wieder sagen, da muss ich meinen Sponsor wieder sehen, der will einfach präsent sein, der will Siege haben, der will Treppchen haben. Ne?
Und da muss man jetzt einfach den Weg gehen. Aber also ich sage mal, wir haben einen Plan auf die nächsten 2 Jahre und dann muss man halt einfach mal gucken, wenn er an Bord bleibt, wie sie sich weiterentwickelt. Ne? Also, und klar werde ich alles dran setzen, dass in Deutschland mehr Crossrennen gibt, dass mehr CR2-Rennen gibt. Ich bin ja sogar mittlerweile der dann, wenn irgendwo ein Crossrennen ist, eben mehrere ich mitbringen oder Klosterkitchen oder irgendwelche, wo man dann mit übergeben kann oder dann auch schon mal eine Prämie mit aussprechen in Bad Salz-Detfurt, dass einfach der Anreiz da ist. Ne? Aber wo die Reise hingeht, das muss man abwarten und ich sehe es auch für den Sport insgesamt, den Radsport allgemein, schon sehr kritisch, was jetzt hier in Deutschland einfach, weil die Basis fällt, ne? Und wenn die Basis fällt, können sie halt einfach weniger entwickeln. Ne? Also ich war jetzt im Sommer mit meinen Kleinen in Belgien dreimal, da fährst du U19-Renner, da stehen 100 Leute, die haben wir in ganz Deutschland. Ne? Und in den Kleinen in Belgien, ne? Das ist so groß wie Bayern. Wenn wir in Bayern Rennen veranstalten, dann sind wir vielleicht 10 U19er. Mehr werden wir nicht mehr zusammenbringen. Aber ja, ich glaube, also ihr macht gerade das Richtige. Wir hatten jahrelang keine Perspektive. Jetzt haben wir mit eurem Team eine Perspektive. Aber ihr könnt auch nicht alles beackern. Auch du versuchst es sicherlich, aber Leute stehen auch darunter irgendwo in der Verantwortung, auch auf Verbandsebene, was eine Umgebung zu schaffen, die Früchte tragen kann. Und jetzt hat man aber wenigstens, wenn man schnell Cross fährt, kann man auch rein theoretisch in einem deutschen Team fahren, kann sicherlich auch ein vernünftiges Gehalt bekommen, wenn man dementsprechend schnell fährt. Und das gab es vorher nicht, von daher ist es gut. Also das hast du jetzt schön gesagt. Ja, nee, aber ich meine das ja auch so. Also das hab ich auf dem Besenwagen schon so gesagt. Hast du das heute beim Fahrradfahren überlegt? Nee, ich bin heute kein Rad gefahren. Nein, aber ich finde das ja wirklich so. Das ist ja wichtig. Du brauchst eine Perspektive und die gab es jahrelang nicht. Und aber jetzt muss natürlich die Arbeit unten gemacht werden. Und dann hoffen wir einfach nur, dass euch die Zeit da nicht wegläuft. Das ist richtig, ja. Klar ist das immer eine Zeitgeschichte. Und nochmal, also ich werde mich da nicht verbiegen, wenn irgendwo das nicht weitergeht, dann muss ich jetzt nicht auf Biegen und Brechen an dieser Geschichte hängen. Ne? Also nur mal, ich habe noch 2, 3 andere Möglichkeiten, den Dach rumzubringen. Ne? Also ich muss da nicht immer übers Radfahren reden. Ne? Ja. Aber auf jeden Fall schon mal richtig gut, dass sich da jemand gefunden hat, der sowas auch eben mit persönlichen Einsatz unterstützt. Und haben wir ja vorhin schon gesagt, daran steht und fällt es ja oftmals. Ja, aber das musst du ja sagen, das ist ja, wenn ihr heute mal den Dings rüberschmeißt zum Lotto Kernhaus, da steht ja auch die ganze Familie dort. Ja, genau. Aber, ja, ist so. Da sind wir wieder an dem Punkt, das ist halt früher. Gab es so viele da gab es Fahrer, also gab es noch keine richtigen vielen Frauenteams in Deutschland. Und da, keine Ahnung, da musstest du als Team auch einfach nur so ein paar gute Rennen anbieten und du brauchst aber sonst eigentlich auch nichts wirklich liefern, ja. Und jetzt hat sich mittlerweile geändert, es gibt zu wenig Talente. Das heißt, du musst dich als Team mega gut aufstellen und das ist dann halt echt schwer, so da die Balance zu behalten zwischen Erfolgen und dem, was man eigentlich erstmal investieren muss, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, bevor man den Erfolg auch mal sehen kann, den man irgendwie da über Jahre versucht, irgendwie, ja doch, Erfolg sehen kann, den man über Jahre versucht, irgendwie auch da herbeizuschaffen. Von daher. Es dauert natürlich. Also da bin ich bei dir, das dauert. Also wie gesagt, da ist es so ein 3-Jahres-Rhythmus, ist da gar nichts, ne? Weil da bist gerade vielleicht da, wo du sagst, okay, jetzt, wenn wir nur mal 3 Jahre hätten und nur mal, das kannst du in 10 Jahren dann einmal sehen, ne? Das ist, da glaube ich, bist du auf der Straße schneller erfolgreich. Mittlerweile glaube ich auch nicht mehr. Aber ja, es ist auf jeden Fall einfacher, als es im Cross ist, definitiv. Aber also ich sage mal, wenn du jetzt siehst, welche Straßenteams das jetzt aufhören oder aufhören haben müssen, es sind ja so viele Fahrer momentan auf dem Markt, klar brauchst du ein Budget, ne? Aber also ich klar, da kauft das wieder ein. Ne? Also, wir damals, wie die Straße gehabt haben, für uns war der Fokus mit dem Grischer zusammen, dass wir wirklich U23er gehabt haben. Ne? Und wenn ich jetzt sehe, bei uns ist der Adamitz gefahren, der Heidemann gefahren, ne? Also die es ja auch irgendwo aufwärts geschafft haben. Ne? Vielleicht nicht direkt von uns weg, ne? Aber die sind halt auch dann dementsprechend gefahren.
Und ja, wenn es dann bloß auch 2 Jahre waren, ne? Aber irgendwo hast du den Grundstein für die weitere Entwicklung gegeben. Ne? Ja. Aber jetzt, also wie gesagt, da kann man jetzt philosophieren, was man jetzt anders da machen müsste, was man machen kann. Und klar sind die Verbandsstrukturen, wie du ja immer gerne sagst, hat was gemacht. Es gehört vielleicht die Sportart insgesamt anders Das ist aber aufgestellt. politische Arbeit und die liegt auch beim Verband. Also Genau. du, Entschuldigung, aber man wird auf dieser Ebene, was Nachwuchs angeht, immer beim Verband landen, weil auch beim Dachverband, der die Strukturen festlegen muss für die einzelnen Landesverbände. Und solange das nicht geschieht, ich saß auch in vielen solcher Sitzungen, jetzt nicht unbedingt bei BDR, irgendwo anders, wo es immer darum ging, dass der Radsport in Deutschland einen anderen Stellenwert braucht und das ist aber politische Arbeit. Und die kann aber ein einzelner Verein nicht machen, die kann auch ein Sponsor nicht machen, sondern die muss der Landesverband machen oder der nationale Verband. Und ja, aber das ist Aber ein Thema, da kann man wirklich stundenlang drüber reden. schau mal, du siehst da jetzt alleine, was der Rat, also momentan ist er so Hype, jede Stadt will eine Radstadt werden. Ne? Die In Berlin bauen malen sie gerade jetzt, alles die zurück. In malen jetzt. Berlin werden gerade alle Radwege wieder in Parkplätze umgewandelt. Von daher. Okay, bei uns ist es noch, also wir sind in Bayern ein wenig hinterher, bei uns malen sie jetzt die Straßen alle mit roten Streifen und machen Bei uns auch. aber die Denke von den Fahrern, von den Autofahrern geht ja nicht um. Ne? Und klar, ich fahre auch ab und zu mal gern ein schnelles Auto aus der Garage raus. Ne? Aber ich muss doch nicht einen Radfahrer, der jetzt auf der Straße fährt, weil er vielleicht nicht weiß, dass 10 Meter weiter drüben ein Radweg ist, den von der Straße runterholen. Ne? Also die fahren ja an dir vorbei, jetzt ist Gesetz mit 1,50 Meter, die fahren ja an dir vorbei, halt, da traust du ja mit keinem Kind mehr ein Training machen. Ne? Ja, aber auch das, ne, das ist ein gesellschaftliches Problem, das siehst du gerade in allen Bereichen und es ist leider nicht nur auf dem Rad so, sondern allgemein ein großes Problem. Aber ich will jetzt hier nicht in einem Politik-Podcast ausarten, obwohl ich es gerne machen wollen würde, red da gerne drüber. Aber ja, nee, Caro, hast du noch eine Frage? Nee, mir wurden alle Fragen beantwortet. Aber Caro, du hast ja fast nichts gesagt. Ich war ja bloß faul. Ja, Hä? Paul hatte mehr Fragen, auf jeden Fall. Ja. Was macht man jetzt was macht man jetzt mit dem Frauenradsport? Ja, auf jeden Fall noch ein paar mehr Frauen ins Cross-Team holen. Warum fährst denn du kein Cross mehr? Ich würde gern Cross fahren, aber ich habe es ja mal wieder geschafft, mir mein Schlüsselbein zu zerstören. Und Hab's jetzt, gehört? genau, jetzt muss ich erstmal regenerieren und dann werden wir sehen, ob ich es rechtzeitig wieder aufs Crossrad schaffe. Ansonsten wäre ich auch dieses Jahr gern wieder Cross gefahren. Also, ja. Okay. Es scheitert Mit wem fährst du denn? bei Canyon. Ich bin auch von Canyon bestens ausgestattet mit 2 Crossern und eigentlich. Glaube ich, wäre es auch für die schön, wenn die mal im Einsatz wären. Ja, wir werden es sehen. Also, Fest dann, das ist ja auch noch ein Riesenthema, das könnt ihr vielleicht nur mitnehmen. Wir sind ja auch das einzige Cross-Team, das quasi doubles Reifen fährt. Ne? ja. ja, genau. Also, ich privat oder persönlich bin immer tubeless gefahren und ich finde das auch echt extrem gut. Aber ja, international war jetzt immer noch Schlauchreifen am Start, ne? Ja. Aber ich glaube, es wird sich ändern. Ja, aber da Ja, werden wir auch also. mal jemanden reinholen zu dem Thema, ob es jetzt jemand von Schwalbe ist oder ist halt, du findest jetzt gerade noch nicht viele internationale Rennfahrer, die damit gefahren sind und irgendwie also offen und ehrlich darüber reden, weil das ja immer so ein bisschen so ein Sponsorending auch ist. Und Ja. ich glaube. Ja, Paul, ich sage jetzt einmal, wie wir angefangen haben vor 3 Jahren, ne, war es ja wirklich verpönt. Und wenn du da jetzt zum Beispiel, das ist ein Riesenthema, wenn du mit Leuten sprichst, die wirklich nur die ersten 10 fahren, ne, und du sagst, ja, Schwalbe Doubles, ne, das ist ein Problem, weil die dann sagen, ja, was ist das? Ne? Aber das hat sich das letzte Jahr unwahrscheinlich geöffnet, ne? Und wir wissen, dass wir gewisse Vorteile sogar im Doubles schon Bereich haben, gerade wenn es trockene Strecken sind, schnelle Strecken. Und wir hatten noch nie so viele Anfragen von Fremden, die unseren Doubles jetzt fahren wollen, die große seit Jahrzehnten Klebereifen fahren, ne? Also die beschäftigen sich mit dem Thema, ne? Und ich weiß jetzt zum Beispiel auch, dass im Maas Mechelen gerade Profis
also habe ich selber gesehen, 4, 5 Stück den Schwalbe Korsel. Ja. Also ich glaube auch, dass da Schwalbe mit sehr viel Schmerz und ihr auch mit sehr vielen Nachteilen über Jahre, was Verpflichtung angeht, es wird sich irgendwann auszahlen. Also wenn du so lange schon rumprobierst, testest, hast du einfach einen gewissen Vorsprung, den wird Schwalbe haben, wenn die anderen umschwenken. Und ich glaube auch, dass das meinte ich vorhin übrigens, ne, mit dem, dass es da zwischen euch und Verpflichtung von guten Fahrern stand, ne, dass da so ein paar Dinge gab, wie jetzt Material in dem Fall. Ich wollte es nicht so aussprechen, aber jetzt hast du es getan. Und ich glaube, das wird sich auch, ja, es wird hinfällig sein irgendwann und dann kriegt ihr vielleicht auch nochmal einen großen belgischen Fahrer oder Fahrerin oder aus Holland. Oh, schau her, wir haben ja jetzt auch mit unseren Schweizer schon C1-Rennen gewonnen. Ne? Also von daher. Das funktioniert schon. Also, Schwalbe gibt da ja auch das Beste, damit das Produkt immer noch besser wird. Sicherlich auch Felgenhersteller spielt eine große Rolle. Aber ich sehe das jetzt auch nicht. Also, das wird eh kommen. Also, man kann jetzt irgendwie dem nachtrauern am Schlauchreifen, aber das wird eh passieren. Also das wird sich nicht aufhalten lassen. Und wie du sagst, umso früher, dass du dabei bist, umso mehr Erfahrungen hast. Und wie du sagst, wir haben natürlich auch Zeiten mitgemacht, wo du sehr viel nachrennen mit den Fahrern sprechen hast müssen und die wieder motivieren hast müssen. Ne? Aber jetzt muss ich sagen, haben wir ein System, gerade auch mit der Felge, die wirklich wettbewerbsfähig ist. Ne? Und auch jetzt die Großen einfach gezeigt haben, dass es funktioniert. Mhm. Ne? Genau. Super. Ja, aber das noch einmal zur Schwalbe zu sagen. Ich habe aber gedacht, das passt mit rein, weil ihr ja beide Schwalbe fahren. Ja, ich fahre es auch ewig, also im Cross, ich bin Ewigkeiten keinen Schlauchreifen mehr im Cross gefahren. Also das ist wirklich, keine Ahnung, ganz am Anfang schon tubeless und ich fand es immer super. Ich glaube, man muss da technologieoffen sein. Also am besten hat es der Weizer immer gemacht. Der Weizer ist immer hingegangen und hat das Ding einfach gefahren. Ne? Und bis er dann umgefallen ist, und dann ist er gekommen und hat gesagt, der Reifendruck ist gut. Aber keiner hat gewusst, was er drin hat. Dann haben wir ihn geschmissen. Ja gut, aber so musst du es machen. Ne? Aber das ist halt, da kann man Philipp halt auch einfach nicht genug loben. Ist natürlich gut, dass er jetzt bei Alpecin ist. Aber er hat natürlich dem Team auch über Jahre jetzt noch gut getan, wenn er hätte da bleiben können. Aber der Schritt, den er gemacht hat, ist auch für ihn persönlich der richtige. Ich glaube, mit Weizer, denn mit dem bin ich zum Beispiel schon in Kontakt gewesen, bevor dass er zu B&S gegangen ist. Da wollte ich schon zum Hermann holen. Aber da waren die Gespräche mit B&S schon relativ weit. Und so sind wir eigentlich immer in Kontakt geblieben. Ne? Und dann ist es einfach, wie hat er dann zu mir gesagt, wie ich dann ähnlich ihn nicht überzeugt, oder halt, dass man zusammenkommen ist, hat er gesagt, also eins muss man dir schon anerkennen, ne? Hartnäckig bist du schon, ne? Weil über die Jahre einen habe ich noch nicht so gehabt, der so hin an mir dran war, dass er irgendwann bei mir fährt. Ne? Ja. War jetzt nicht lang, aber hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, muss ich sagen, und viel Erfahrung mit reinbracht. Und ich hätte es mir auch gewünscht, dass er länger dabei ist, aber ich kann es natürlich nachvollziehen, ne? Wenn die World Tour rettet, dann kann man so ein kleines bayerisches Team. Aber wir haben immer noch guten Kontakt und das ist alles genau. Gut. Und genau, was ich sagen wollte, ist halt, da ist es halt in die Klasse, das ist halt dieses Spielerische einfach so rumprobieren, bis irgendwas kaputt geht und dann weiß man, dass es funktioniert. Aber ich glaube, das ist ein Prozess und wie gesagt, ihr seid auf einem guten Weg, auch mit den Schweizern und hoffen wir, dass Judith die nächste deutsche internationale Topfahrerin wird, dass mehr Mädels Bock auf Cross bekommen. / Gravel jetzt. Weil auch Caro braucht irgendwann eine Nachfolgerin. In 5, 6 Jahren. Also ich sage dir mal eines, an uns soll es nicht scheitern, wir werden alles dran sehen. Davon gehen wir aus. Ja. Stefan, vielen Dank. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, die Leute fanden einige Passagen nicht zu fordernd, aber genau, danke dir für die Zeit und wir sehen uns sicherlich irgendwo bei einem Crossrennen, weil wenn nicht, vielleicht sogar bei Gravelrennen nächstes Jahr. Also du kannst dann auch gerne wieder vorbeikommen. Also bist du noch nie da gewesen, aber bist herzlich eingeladen. Bei mir gibt es auch immer ein Espresso. Sehr gut, das lockt uns auf jeden Fall an. Okay, danke dir. Wir geben uns das Mühe, vorbeizukommen. Überhaupt kein Problem. Danke dir. Würde ich mich freuen. Und danke nochmal für die Einladung. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe ein bisschen einen Einblick vom Team geben können, auch die Hintergründe, eine ganze Geschichte. Und es war auf jeden Fall alles ehrlich gemeint und alles ehrlich gesagt. Und so bin ich auch. Und ich hoffe, dass das irgendwo auch rüberkommt. Auf jeden Fall, wir haben uns jetzt auch ausgesprochen, mehrmals, von daher
Alles wieder auf Null. Danke dir. Alles klar. Danke. Okay. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Dir auch. Ciao.